Herzlich willkommen hier. Oh, jetzt wird's laut. Herzlich willkommen hier im Institut Français, im Salon des Institut Français hier in Mainz, im Rahmen des Filmfestival des deutschen Kinos zu unserer Podiumsdiskussion und der dritten Podiumsdiskussion jetzt im Rahmen des Symposiums German Mumblecore. Der erste Teil mit den ersten beiden Podiumsdiskussionen fand gestern statt im Filmmuseum in Frankfurt. Und da haben wir uns zum einen mit dem Begriff auseinandergesetzt. Ich hatte ihn auch kurz nochmal erläutert vor der Vorführung, um was es sich da handelt. Also vor allen Dingen Improvisationsfilme, reduktionistisches Arbeiten, also auch wirklich die Arbeit mit wenig Mitteln. Ganz bewusst auch, also nicht nur, aber natürlich auch bedingt durch das geringe Budget, was Filmemacher zur Verfügung haben, aber auch ganz gezielt als sozusagen künstlerische Methode. Darum ging es gestern in Frankfurt hauptsächlich. Heute wollen wir den Fokus so ein bisschen verschieben und uns mehr so den sachlichen Dingen widmen, wie eben Vertrieb. Wie können solche Filme ihr Publikum erreichen? Wie können sie ausgewertet werden? Denn das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, denn Filme sind eben keine Kellerkunst. Viel Arbeit steckt da drin, viel Engagement. Und selbst wenn natürlich die Filme pro forma wenig kosten, wie jetzt beispielsweise Axel Ranischs Dicke Mädchen, der ja auch viele Schlagzeilen gemacht hat mit der Summe, Axel, hilf mir auf die Sprünge, 500. 17 und 32 Cent. Ja, das liest sich natürlich gut, soll aber natürlich auch nicht heißen, dass das sozusagen hier alles Billigfilmer in dieser Hinsicht wären, sondern ich denke, das war hauptsächlich ein Statement, dass man eben auch mit viel Herzblut, mit geringem Budget sehr gute Filme machen kann. Aber was solche Zahlen ja gerne dann eben verdecken, ist, dass viele Menschen vor und hinter der Kamera dann für wenig oder gar kein Geld arbeiten, dass sozusagen diese Filme natürlich viel, viel mehr wert sind, tatsächlich auch an finanziellen Leistungen, an Sachleistungen, als es dann sozusagen unter dem Strich ganz konkret in Zahlen dann präsentiert wird oder präsentierbar überhaupt ist. Darum soll es uns, wie gesagt, heute gehen. Ich begrüße ganz herzlich unsere 5 Regisseure. Ursprünglich sollten es 7 sein. Leider hat Isabel Schuber kurzfristig abgesagt wegen eines Nachdrehs und auch Hanna Dose kann heute leider nicht bei uns sein. Deswegen sind wir leider eine komplette Männerrunde. Ist nun mal so. Trotzdem bin ich extrem froh, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen, die Regisseure, wie Sie hier sitzen. Ich fange mal an zu meiner von mir aus gesehen Linken. Von Ihnen aus gesehen Rechten dann. Gut. Nico Sommer, der heute auch noch seinen Film präsentieren wird im Langfilmwettbewerb Familienfieber. Das sehe ich auch als sozusagen dritte Filmvorführung innerhalb dieses Rahmens, auch wenn es nicht hier stattfindet, sondern um 22.30 Uhr im Kapitol. Soll aber und muss auch unbedingt dazu gezählt werden. Nico Sommer, wir haben seinen Film gestern gesehen, seinen mittellangen Film Stiller Frühling. Er ist nicht zuletzt auch bekannt geworden oder im größeren Kreis bekannt geworden durch Sylvie und jetzt eben aktuell Familienfieber, der auch diverse Preise schon gewonnen hat in Saarbrücken, den Preis des Ministerpräsidenten, soweit ich mich erinnere. Und eine Frau. Oh. Wir sind schon keine Frauen, dann musst du wenigstens. Ich bin in der Zeit nicht so... beim Achtung Berlin Festival auch den... Oh, kommen Sie rein. den Preis für die Regie. Neben ihm sitzt Aaron Lehmann, der gestern schon immer so ein bisschen gedisst wurde, oder es wurde so... weil er natürlich auch vor allem mit seinem Film Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel mit Improvisationsmitteln selber auch gearbeitet hat. Du arbeitest aber ein klein wenig traditioneller in dieser Hinsicht. Da werden wir natürlich auch drauf zu sprechen kommen. Aber natürlich dieser Kohlhaas-Film, der auch letztes Jahr beim Films lief und auch sehr erfolgreich
die Festivaltour hinter sich gebracht hat. Ich gehe das jetzt ein bisschen viel kürzer durch, als wir das natürlich gestern gemacht haben, der Zeit wegen, neben ihm Jakob Lass. Wir haben gerade Love Sex gesehen, davor natürlich Frontalwatte, auch natürlich extrem erfolgreich mit Love Sex, unbedingt immer zu erwähnen, weil es wirklich spektakulär ist, die 4 Nachwuchspreise beim Filmfest in München 2013, auch die Max-Ophüls-Preis dieses Jahr gewonnen. Und dann entsprechend lief er auch auf der Berlinale. Also, und natürlich für den Deutschen Filmpreis nominiert. Freut uns wirklich sehr, dass du hier bist. Neben ihm Axel Ranisch, der unglaublich viele Kurzfilme gedreht hat, wenn auch im Rahmen quasi, ja, wie soll man es nennen, im Rahmen von medienpädagogischen Maßnahmen. Ja, die ersten, also ja. Die ersten 30, die nächsten 30, richtig. Waren dann ernst gemeinte Mikrofon. Nein, aber, abzuwerten, aber der wie hier, wie alle, sich dadurch eben auch die Methode der Improvisation für sich entdeckt hat, der einen phänomenalen Erfolg hingelegt hat mit Dicke Mädchen. Welches Jahr? Jetzt helft mir auf die Sprünge. Ich will nicht, 2000, ich wollte jetzt hier nicht blättern in Unterlagen. Danach auch Ich fühle mich Disco herausgebracht hat und den Kinderfilm Räuber. Der kommt jetzt raus. Ja, jeder März ist Kinostart, ihr könnt dann alle ganz fleißig. Hast auch ein Mikro. Aber das funktioniert nicht, habe ich zumindest. Wir haben dann Mischpult, das kriegen wir schon. Achso, jetzt. Und ihr hört mich lauter als wenn ich. Fantastisch. Nee. Wegen der Aufzeichnung, Axel. Alles klar. Aber herausgebracht im Sinne des. Also, er lief auch bei. Beide Filme liefen letztes Jahr auch beim Filmzieher. Und da hat natürlich das Mainzer Rat als wichtigsten Preis, den dieser Film natürlich überhaupt gewinnen konnte, Mainzer Rat, der Hauptpreis des Films, hat er gewonnen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich bin immer noch berauscht. Also, bis heute. Nein, das ist, ihr kennt das, also diesen Preis, das ist so ein Bergkristall. Und ich meine nicht ein Bergkristall, sondern ein Berg voll Kristall. Das ist unglaublich. So gestaltet mit so einem wunderschönen Mainzer Rat obendrauf. Und aktuell in der Endphase ist dein neuestes Projekt Alki Alki. Wann das zu sehen sein wird, ist noch nicht ganz klar. Das hängt von dem Premierenfestival ab und dann kommen wir ins Kino danach. Aber auch natürlich ganz wichtig, weil es uns auch so um das Niederreißen oder Überschreiten der Mediengrenzen geht. Du hast auch fürs Theater gearbeitet, beziehungsweise Opern inszeniert und auch Räuber beispielsweise soll ja auf der Bühne dann erscheinen. Das, denke ich, ist auch sehr interessant. Und neben ihm, last but not least, Tom Lass. Tom Lass. Ich habe es gehört. Kann es sein. Aber du warst doch nur in meinem Kopf. Das können wir alles rausschneiden dann hinterher, hoffe ich. Er hat nichts rausgeschnitten. Glaubst du? Du hast von allen die Einverständniserklärung, nur von mir nicht, Urs. Nein, Tom Lass, Papa Gold haben wir gesehen, letztes Jahr Frontalwatte. Quatsch. Das wird rausgeschnitten. Ja, jetzt, ach, ich bin, es ist lang, ihr seid so viele, ihr macht so viele Filme. Davor Papa Gold erst und Captain Oscar, danach auch nochmal sei es erwähnt, Papa Gold, den Sie heute sehen konnten, ein wirklich grandioser Film, der beispielsweise auch vom Verband der Filmkritik ausgezeichnet wurde, den können Sie seit 20. November auf DVD käuflich erstehen, denke ich, ist auch nochmal wert, dass sowas erwähnt wird, auch hinsichtlich eben der Vermarktung und der Verfügbarmachung von diesen Film. Und mein Co-Moderator und vor allen Dingen einer der beiden Hauptorganisatoren, möchte ich mal sagen, oder eine ganz zentrale Figur dieser Veranstaltung, Urs Spörri vom Filmmuseum in Frankfurt. Urs Spörri ist, und jetzt hoffe ich, ich kriege das noch komplett alles zusammen, hat hier in Mainz Filmwissenschaft studiert, ist diplomierter Kulturmanager. Zertifizierter. Gut. Ein bisschen weniger. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, er betreut die und kuratiert die Reihe Was tut sich im deutschen Film im Filmmuseum, in dem einige dieser Filme auch eben vorgestellt wurden. Und auch das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, die Frage, welche Rolle spielen Einrichtungen wie eben das Filmmuseum oder überhaupt auch Festivals, um solche Filme quasi einem breiteren Publikum ja
zugänglich zu machen, die Chance zu bieten, die zu entdecken und da entsprechend auch sozusagen eine Schneise zu schlagen für diese Filme in der Wahrnehmung. Urs Spörri wird jetzt auch diese Runde einleiten mit einem Kurzvortrag, der sich eben mit dem Thema der Vermittelbarkeit von deutschen Filmen widmet, beziehungsweise ich glaube, dass die Einleitungsfrage und der Titel ist ja auch, hat der deutsche, oder nein, die These ist, der deutsche Film hat ein Vermittlungsproblem. Urs, übergebe ich an dich. Danke dir, Bernd. Auch danke nochmal an die Runde und natürlich auch an Sophie Hartleib, die diese Veranstaltung hier organisiert hat, auch von Seiten von Films. Das ist ganz toll, was wir hier für einen schönen Rahmen haben für dieses Symposium. Ich mache das mal ganz leger im Sitzen, weil Tom das so wollte. Und ja, Bernd hat es gerade gesagt, also die Reihe, die ich betreue in Frankfurt, heißt Was tut sich in deutschen Filmen? Und gestern hatten wir den ersten Tag unseres Symposiums. Ich möchte zuerst noch mal ganz kurz auf so ein paar für mich wesentliche Elemente eingehen, so als auch eine Kurzzusammenfassung vielleicht, und gehe dann direkt eben auf die Vermittlungsfrage ein. Ich sage nämlich, die direkte Antwort auf meine Veranstaltungsreihe ist, es tut sich was im deutschen Film. Eine neue Generation von Filmemachern und Filmemacherinnen, die heute leider fehlen, erobert die Leinwände und dies fast gänzlich ohne Drehbücher. Improvisation ist das A und O für die jungen Wilden aus Berlin. Sechs von ihnen wären fast hier gewesen, fünf sind es jetzt geworden, bei uns auf dem Symposium. Ihre Filme sind Abenteuer für die Macher und die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Filme stecken voller Energie und Unvorhersehbarkeit und faszinieren und irritieren zugleich. Sie werden gefeiert auf Filmfestivals und mit Preisen überhäuft, auch das kann man so sagen. Genannt wird die Bewegung bisher German Mumblecore. Wir sind gespannt, wie sie darüber über dieses Symposium hinaus genannt werden wird. Gestern ist eine große Vorschlagsliste ausgelegen, wie man diese Bewegung noch nennen könnte. Das wird spannend werden, das wird sicher die Kritik entscheiden, wie diese Bewegung zukünftig auch genannt werden wird. Und das Ganze in Anlehnung an die US-amerikanische Mumblecore-Szene. Die Regisseurinnen und Regisseure kennen sich größtenteils. Sie haben meist sogar an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf studiert. Von den 7 Eingeladenen wären es 4 gewesen. Und sie leben und arbeiten in Berlin. Und Aaron ist jetzt inzwischen weggezogen nach München. Mit geringen technischen Mitteln und vielfältigen Arten der Improvisation beschreiten sie, wie ihre amerikanischen Pendants, zukunftsweisende Wege außerhalb des etablierten Fördersystems. Auch das ist sehr wichtig für die Mumblecorer. Das gab es natürlich schon häufiger in der Filmgeschichte. Allein in Deutschland arbeiten Klaus Lemke, die Kölner Gruppe um Rainer Knepperges und Christian Brasek, sowie Deutschlands immer wieder als Vorzeige-Impro-Filmer benannter Andreas Driesen auf ähnliche Weise. Ähnlich wie Lemke schreiben die Nachwuchstalente manifestartige Regelwerke, habe ich sie jetzt mal genannt. Keine Manifest. Und sie heißen Fogma von Jakob Lass und seinen Mitstreitern, sowie sehr gute Filme von Axel Ranisch und seinen Mitstreitern. Und mit ihrer rotzig frechen Art des Filmemachens bilden sie einen echten Gegenpol zu den seit den 90er Jahren etablierten Berliner Schule um Petzold, Aslan, Schanelik und wie sie alle heißen. Es ist die unbeschwerte Direktheit, die alle German Mumblecore-Filme eint. Jeder der Filme hat mindestens eine zentrale Szene oder einen wichtigen Dialog, der eine geradezu explosionsartige Entwicklung nimmt und ja, mit einer selten gesehenen Wucht und Dynamik den Zuschauer in den Kinosessel presst. So geht's mir jedenfalls immer. Die Energie der Filmschaffenden überträgt sich dabei auf die Leinwand und die immer wieder auftretenden theatralen Elemente werden gepaart mit erfrischender Authentizität. Selbst Schauspieler und Kameraleute wissen in manchen Szenen nicht, was auf sie zukommt. Die Kamera wird gar zur Protagonistin und spielt mit. Fast immer münden die Filme des German Mumblecore in das Genre der Tragikomödie. Nur, das habe ich auch gestern schon gesagt, das Lachen ist herzlicher und das Tragische alltäglicher, als man es aus vergleichbaren deutschen Filmen kennt. Der Humor ist nicht auf Pointen ausgelegt, sondern oftmals mit einem charmanten Augenzwinkern versehen. Und die skelettartigen Drehbuchkonstrukte ermöglichen zudem ungeahnte Freiheiten. Das sind Freiheiten, die sich auch in den häufig sehr realistisch anmutenden Stoffen widerspiegeln und einen Ausbruch aus dem häufig gezeigten Berliner Alltag bedeuten. Raus, auf jeden Fall raus. Und dann mal gucken, was einen dort erwartet. Und nur der Regisseur weiß ungefähr, wo die Reise hingeht.
Und das mutet fast so ein bisschen an wie die Reaktion, ich gehe jetzt in die Filmgeschichte, von Henry Fonda auf den New Hollywood-Klassiker seines Sohnes Peter, der beim ersten Sehen von Easy Rider 1969 sinngemäß fragte, wohin fahrt ihr denn eigentlich da die ganze Zeit? Die jungen Wilden des deutschen Films sind jetzt auf dem Weg und man hat das Gefühl, alle anderen stehen am Wegesrand und staunen und gucken, was ihr so gerade da macht. Ich könnte es uns mal per E-Mail schicken. Ja, gerne. Selbstverständlich. Nicht nur wegen euch und dem German Mumblecore behaupte ich, der deutsche Film ist qualitativ so gut wie schon lange nicht mehr. Besucherrekorde auf deutschen Filmfestivals wie zuletzt in Ludwigshafen mit sensationellen 78.000 Personen, die sprechen eine deutliche Sprache. Wenn der deutsche Film ansprechend präsentiert wird, dann ist das Publikum bereit, sich darauf einzulassen. Das kann man, glaube ich, da sehr gut draus lesen. Die Zahlen der Filmförderanstalt sprechen jedoch eine andere Sprache. Ich habe es mir mal angeschaut. 223 deutsche Filme sind letztes Jahr mit einem offiziellen Kinostart in Deutschland rausgekommen. Von diesen 223 hatten 125, also 56% weniger als 10.000 Besucher zu verzeichnen. 30 davon blieben sogar unter 1.000 Besuchern bei einem deutschlandweiten Kinostart. Wie kann das sein? Wieso müssen selbst Festivalerfolge der hier anwesenden Regisseure darum kämpfen, die ohnehin eigentlich bescheidene 10.000 Zuschauermarke zu knacken? Da gibt es verschiedene Thesen. Landläufige Meinung, selbst unter den führenden Entscheidern der deutschen Filmbranche, ist, dass es zu viele deutsche Filme gäbe oder wahlweise deren Qualität zu schlecht sei. In jedem Fall, das ist, wird eben oft gesagt, verstopfe die Masse an quälenden deutschen Filmen, auch das Wort quälend wird da gerne verwendet, die Kinos und ruiniere die Erfolgsaussichten der ohnehin wenigen Publikumsfilme. Die logische Konsequenz jener Entscheider ist es, dass es Bestrebungen gibt, nun den Zugang zu Fördermitteln zu erschweren, noch weiter zu erschweren und auf diese Weise weniger Filme zu fördern. All das ist in meinen Augen völliger Humbug, wie Sie sich denken können. Denn ich vertrete die These, der deutsche Film hat kein Quantitätsproblem. Er hat auch kein Qualitätsproblem, er hat ein Vermittlungsproblem. Wer weniger geförderte Filme will, der lebt in der Vergangenheit. Das Filmland Deutschland bringt hervorragende Filme hervor. Und ich meine jetzt auch wirklich nicht nur die German Mumblecore Filme. Mutige Filme, unterhaltsame Filme, experimentell anmutendes im fiktionalen und im dokumentarischen Bereich. Schauen Sie sich bei Films die Filme an, wie viele davon ins Kino kommen werden, wie viele Zuschauer die haben werden. Die Filme hier sind super und ich bereue keinen einzigen gesehen zu haben. Alles ist dabei, die Vielfalt beeindruckt. Doch normalerweise erfährt der Otto-Normalbürger davon nichts. Denn selbst die aufmerksamsten Cineasten verpassen Filme, die nur 1 bis 2 Wochen im Kino laufen. Ganz klar. Sie wissen auch nicht, dass der Film für Sie jetzt gerade interessant sein könnte. Woher auch? Mundpropaganda hat keine Chance mehr, denn sobald sich etwas rumspricht, hast du den gesehen, der war gut, der hat mir gefallen, der könnte dir auch gefallen, dann sind schon neue Produktionen angelaufen und die Filme sind nicht mehr zu sehen. Also ist die Frage, wie kann man die Filme besser vermitteln und der relevanten Zielgruppe näher bringen? Festivals gelingt das ja seit vielen Jahren auf hohem Niveau, selbst auf den ersten Blick weniger populäre Filme erfolgreich zu vermarkten. Und das haben wir auch schon erfahren bei einer Veranstaltung hier auf dem Festival, es ist die kuratorische Aufgabe sicherlich jedes, sowohl Sektions- und Festivalleiters als auch des Kinobetreibers, dem Besucher das Gefühl zu geben, dass er seiner Auswahl vertrauen kann. Ja, dass es sich um die besten verfügbaren Filme handelt, die er jetzt gerade zeigt, die aktuell auf dem Markt sind. Und das wird dann eben auch honoriert mit stetig steigenden Zuschauerzahlen. Ein zentraler Wunsch des Kinobesuchs ist ja auch immer, weil heute ist ja auch wirklich ganz einfach, sich Filme anzuschauen, zu Hause, gemütlich auf dem Sofa mit großer Leinwand und in bester Bild- und Tonqualität. Eines fehlt da immer, denn es gibt die Sehnsucht, über das Gesehene zu sprechen. Da glaube ich ganz fest dran. Die Leute gehen raus aus dem Kino und normalerweise spricht man sich dann höchstens noch im kleinen Kreis ab, aber dann ist das schnell vergessen. Und das ist eine der Chancen der Digitalisierung, dass sowas heute wahrscheinlich auch viel häufiger möglich sein wird, außerhalb von Festivals. Ich wundere mich eigentlich, dass das noch nicht passiert ist. Dass man zum Beispiel sagt, ein Film startet gleichzeitig in 20, 25 Kinos an einem Tag um dieselbe Uhrzeit. Dann endet der um 20.30 Uhr und dann wird via Skype der Regisseur zugeschaltet und die Zuschauer können Fragen stellen. Das wäre mit minimalsten Mitteln zu erreichen. Es ist nur ein winziger Ansatz,
Aber was mir immer fehlt, ist die Kreativität, solche Ideen zu entwickeln. Ja, und es, bisher findet das überhaupt nicht statt. Und ich frage mich wirklich, wieso lernen wir eben nicht aus diesen Erfolgen der deutschen Festivals? Warum verhalten sich vor allem Verleiher und Kinobetreiber häufig immer noch so, als gäbe es diese Erkenntnisse nicht? Ein anderes banales Beispiel ist einen stichprobenartigen Blick auf die Pressehefte der neu gestarteten Filme der vergangenen Jahre zu werfen. Da hat man das Gefühl, ja, dass einen eine Welle von Gleichförmigkeit in Form und Inhalt überrollt. Das ist lieblos, das ist einfallslos und ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Es wirkt rückständig und monoton und es erzeugt genau das, was alle deutschen Filme und am allerwenigsten eure brauchen in der Vermittlung. Es fehlt die Leidenschaft und die Energie, die ihr in der Produktion so intensiv anwendet. Dann in dieser letzten Phase der Vermittlung, die wichtigste Phase. Denn jeder Film ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn er gesehen wird. Dafür macht er die Filme. Mit Missing Films und Daredo Media, mit ihrem Label Darling Berlin, hier haben wir Joachim Keil auch heute hier, haben sich zwei junge aufstrebende Filmverleiher die Rechte an den meisten eurer John Mumblecore-Filme gesichert. Und auf ihre Ideen, ihre Kreativität und ihren Mut kommt es an. Und das Verständnis auch bei den Filmemachern, bei euch selbst, dass dieselbe Energie des Drehs tatsächlich dann, nachdem die Schnittphase fertig ist, eigentlich nochmal komplett aufgewendet werden muss. So hart das klingt. Aber wann sollen wir denn dann noch zum Film machen kommen? Ich weiß, aber sonst werden sie nicht gesehen. Können wir gleich drüber diskutieren. Ich möchte gerade noch weitermachen, gerne. Axel. Der German Mumblecore-Gedanke darf am Ende des Produktionsprozesses wirklich nicht zu Ende sein. Die Manifeste und Haltung der Macher müssen Verwertung und Vermittlung mit einschließen. Also wenn ihr wieder Regelwerke aufstellt, denkt das doch mal mit ein. Wie kann... Das war mit drin. Können wir auch drüber reden. Was auch spannend ist, Daredo Media kommt auch aus der Musikbranche. Was kann man aus der Musikbranche lernen? Was kann man auch aus Überraschungserfolgen wie jetzt gerade Monsieur Claude lernen? Ja, der hat plötzlich fast 4 Millionen Zuschauer in den deutschen Kinos erreicht. Oder aus dem Erfolg von Monsieur Claude, ja, bei Neue Vision im Verleih. Oder aus dem Erfolg von Webserien. Hervorragende und ungewöhnliche Filme müssen anders präsentiert werden. Das ist ganz klar. Nur das bringt den Erfolg. Sie müssen anders verkauft werden. Und wir sollten auch, Jakob, aus der Diskussion um Love Stakes und die gescheiterte Day-and-Date-Auswertung lernen, auf die wir sicher gleich eingehen werden. Nur den Mutigen gehört die Zukunft und das Internet ist nicht der Feind des Kinos. Auch das eine meiner großen Thesen, denn da gab es ja viel, viel Widerspruch, gerade von Kinoseite. Dazu muss man auch sagen, auch ich bin Kinomacher. Aber ich finde es wirklich, dass es möglich sein muss, das mit einzubeziehen. Denn nur dann werden die Zielgruppen, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich auch erreicht unter Umständen. Und dann gibt es immer noch die Sehnsucht von dem kleinen Bildschirm, das irgendwann auch mal wieder im Kino, dem Sehnsuchtsort, der Ort, wo man sich wirklich auf einen Film einlassen kann und sich fallen lassen kann, da will man diese Filme auch sehen. Und da gehören sie auch meines Erachtens trotz aller digitalen Möglichkeiten weiterhin hin. Im Gegenteil sollte auch genau hier angesetzt werden, um das Vermittlungsproblem des deutschen Films zu lösen mit dem Internet und der Day-and-Date-Auswertung eventuell oder anderen Ansätzen. Jakob wird uns sicher gleich mehr davon berichten. Innovative Konzepte sind gefragt, die Lust machen. Und das Thema Lust ist wirklich was, was mir immer so fehlt in der Vermittlung im Moment. Die Filme auf großer Leinwand tatsächlich zu erleben und die es dann eben möglich macht, dass die Zielgruppe auch wirklich angesprochen wird. Und da ist auch die Frage, was ist natürlich eine Zielgruppe? Ja, wie kann man das denn festlegen? Sind das jetzt nur junge Leute, bloß weil das Jump Cuts sind im Film? Darüber kann man sich streiten. Ganze Generationen konsumieren Filme inzwischen online. Die Sehnsucht, diese in besserer Qualität zu sehen, das wiederhole ich nochmal, und mit anderen über das Gesehene zu reden, die wird nie verschwinden. Das Kino als Ort zum gemeinsamen Filme sehen wird auch niemals sterben. Totgesagt wurde es schon oft genug in den letzten 120 Jahren. Aber, und da wirklich auch nochmal direkt die Kinobetreiber angesprochen, Kino muss wieder mehr zum Erlebnis werden. Das war auch eines der Ergebnisse der Diskussion am Mittwoch. Der Erfolg von Filmfestivals und der Trend zu Luxuskinos und Filmclubs zeugen davon, dass dies auch keine Illusion bleiben muss. Sowohl im ganz großen Stil Richtung Theater und Oper gedacht, als auch im quasi familiären, freundschaftlichen Umfeld. Das Kino in der Scheune kann genauso eine Möglichkeit sein. Noch einmal abschließend meine These. Der deutsche Film hat kein Qualitätsproblem, er hat auch kein Quantitätsproblem, er hat ein Vermittlungsproblem und das gilt es zu lösen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Urs, für die wirklich sehr, sehr schönen Worte. Ich bin ganz gerührt und eigentlich möchte ich das eigentlich so stehen lassen. Aber wir wollen natürlich ein bisschen auch konkreter werden und uns die einzelnen Punkte da mal ein bisschen genauer anschauen. Vermittlungsproblem, das klingt immer so nach schwer vermittelbar und das erinnert mich dann natürlich gleich so ein bisschen ans Arbeitsamt. Ja. Als fühlt ihr euch schlecht vermittelt, eure Filme? Mal so in die Runde gefragt. Meint ihr, dass euch sicherlich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, aber in welcher Form? Wie spürt ihr das? Wo drängt es euch zu sagen, hier möchte ich noch ein bisschen sichtbarer werden, hier möchte ich die Leute noch ansprechen und erreichen. Wie ist da so eure Haltung dazu oder euer Gefühl dazu? Ich finde ganz komisch, dass, ich habe es am Beispiel von Ich fühle mich Disco erlebt, ich finde es ganz komisch, dass so ein Film, wenn er ins Kino kommt, eine unfassbare Presseaufmerksamkeit bekommt, weil er ins Kino kommt. Alle schreiben, es ist super, man hat das Gefühl so, wow, die ganze Welt interessiert sich für meinen Film. Da gehen fast keine Leute ins Kino irgendwie, dann geht man da raus so und freut sich, macht Luftsprünge über, keine Ahnung, zwischen 10.000 und 40.000 Zuschauern so und yes. Und dann hatte ich das Glück, dass bei Disco der Film vom kleinen Fernsehspiel ZDF produziert, co-produziert wurde. Und dann wird er halt irgendwann mal um 0.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt und hat dort 250.000 Zuschauer. So, was 12-mal so viel ist, wie die Zuschauer, die er ins Kino gelockt hat. Wenn man jetzt aber das Kino weglassen würde, dann würde von dem Film keiner erfahren, weil natürlich schreibt keiner über einen Film, der um 0.15 Uhr im Fernsehen läuft. Ich find das ganz komisch, und dann gibt es so viele Regeln, da muss der Film 2 Jahre liegen, bis der überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt werden darf, weil es halt diese Gesetze gibt dass man 2 Jahre Kinosperre hat. Und all sowas, ich meine, du weißt ganz genau, du hast das alles versucht aufzubrechen und so weiter. Aber es kotzt mich dermaßen an, dass es ist ganz komisch. Also wie kann man ohne Fernsehen einen Film an Zuschauer ranbringen? Es geht gar nicht. Um direkt zu antworten, da ist was drauf. Wir haben gedacht, übers Internet. Das war unser Gedanke, ohne Fernsehen, aber im Internet. Und das ist was ich erkläre einfach mal ganz kurz, was vorhin angesprochen wurde, damit wir das hinter uns haben. Gerne. Nee. Day-and-Date-Auswertung. Genau, wir hatten einen Day-and-Date-Start geplant. Sag doch kurz, was das bedeutet, genau. Wollte ich vielleicht gerade, okay. Ich meine, vielleicht wollte ich auch was ganz anderes erzählen. Day-and-Date heißt, dass der Film gleichzeitig im Kino läuft und im Internet oder auf DVD verfügbar ist, also am selben Tag. Und wir hatten uns ein spezielles Modell überlegt und dafür auch die Daredo gewonnen, da gemeinsam dieses zu unternehmen, nämlich, dass wir die Kinos beteiligen wollten. Die sollten denselben Anteil daran kriegen an den Erlösen wie an einer Kinokarte. Also, das heißt, wir wollten die nicht ausschließen und wir wollten auch keine bestehenden Gesetze kippen oder irgendwas, sondern wir wollten die Kinos beteiligen, weil wir fanden, das wäre doch eine tolle Möglichkeit, den Kinos noch zusätzliche Einnahmen zu geben und den Film aber verfügbar zu machen. Weil wir dachten, das ist wichtig, dass der Film gesehen werden kann, damit es eine Mundpropaganda geben kann, auf die ein Film aufbaut, weil ich glaube, dass Mundpropaganda das wichtigste Ding ist, um Leute ins Kino zu locken. Ich glaube, alles andere ist nebensächlich, weil wenn mir jemand einen Film empfiehlt, dann erst dann werde ich überhaupt in Erwägung ziehen, ihn zu gucken. Egal wie gut das Plakat oder der Trailer oder irgendwas oder ein Zeitungsartikel war, das zählt nicht einen Bruchteil so viel wie eine Empfehlung einfach von einem Freund. Das ist uns dann halt leider um die Ohren geflogen, weil der Verband der deutschen, also einer der Verbände der deutschen Kinos, die AG Kino, gesagt hat, das sollten wir nicht tun. Sie wären da dagegen. Jetzt im Nachhinein sagen sie hätten das nie gesagt, aber ich kenne Kinobetreiber, die auch eine E-Mail bekommen haben von dem Verband.
Und in der eben abgeraten wurde, sich darauf einzulassen, weil wir hatten schon einige Kinos, die da mitmachen wollten. Wie viele? Mehr als ein Dutzend, ich weiß es nicht, oder vielleicht über 20 Kinos ungefähr, ich weiß es nicht. Aber einige, die das interessant fanden, die Lust hatten mitzumachen, aber dann eben nachdem der Verband abgeraten hat und da ist ja auch eine Solidarität unter den Mitgliedern und vielleicht auch ein bisschen Druck, haben sie halt, war uns klar, das machen wir dann nicht. Ne? Wir stellen uns nicht da dagegen, das bringt es auch gar nicht. Wir wollen diesen Film ins Kino bringen und haben keinen Grund. Also und das war unser erstes Ziel und das ist auch unser Ziel geblieben. Und ich habe dann auch jetzt immer mehr oder kriege auch jetzt noch mehr mit, wie viel Gerüchte dann auch umgingen, was das anging, also wie viel da geschürt wurde, auch an Hass gegen uns, die wir die Kinos töten wollen angeblich und so, wo völlig unterschlagen wurde, dass wir sie beteiligen wollen, wo dann gesagt wurde, nein, wir wollen die Adressen, die E-Mail-Adressen der Kunden klauen und sowas. So ganz absurde Behauptungen, die wirklich, die nicht einen Funken mit dem zu tun hatten, was wir wollten und aber halt Angst geschürt haben. So, ne? Also wir wollten, dass man von der Webseite des Kinos, wo der Film auch läuft, auf den Stream kommt. Und dass man dadurch bestimmen kann, welches Kino was daran verdienen soll. Und dass dadurch auch die Kinos weiterhin sozusagen Kuratoren sind und weiterhin die Filmvermittler sind und eben, dass da eine Beziehung bestehen bleibt. Das war uns wichtig. Und dann kamen eben diese ganz seltsamen Vorwürfe. Und ja, eben wie wir wollten halt, genau, wir würden die Adressen klauen wollen oder wir würden das Kino töten wollen und so weiter. Das Interessante ist ja auch als kurze Ergänzung dazu, dass das ja bei euch wirklich möglich gewesen wäre. Genau, ja. Weil normalerweise gibt es ja eben diese Absicherung, dass das eben nicht passiert aufgrund der festgelegten Förderregelungen. Bei euch ist es so, dass ihr als Hochschulfilm ohne zusätzliche Förderung an keine dieser Fristen gebunden wart. Genau. Also es gibt diese Fenster, die Auswertungsfenster, die eben besagen, dass ein Film zuerst im Kino laufen muss, also ein geförderter Film muss zuerst im Kino laufen und dann erst einige Monate später darf er dann andersweitig verwertet werden. Oder 2 Jahre. Ja, also das, genau, man kann es reduzieren auf, weiß ich nicht, glaube ich. Ich glaube, man kann es auf ein halbes Jahr reduzieren. Oder auf 3 Monate. Ich weiß, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was da die Möglichkeiten sind. Aber wir hätten uns da nicht dran halten müssen und wollten eben dieses Experiment wagen, weil wir dachten auch, das könnte für Kinos interessant sein. Ich glaube, was einfach frustrierend ist, wenn du dieser kurze Moment der Aufmerksamkeit, den Axel erwähnt hat, wenn dein Film in die Kinos kommt und wir kriegen diese Pressebesprechungen, die, glaube ich, jetzt hier in unserer Runde recht wohlgesonnen waren. Es ist einfach frustrierend, wenn du dann 20 Kinos hast, bundesweit, wo der Film läuft, und ständig fragen die Leute, wo kann ich den sehen? Ja, in Duisburg nicht, in Oldenburg nicht. Ein Kino hat ihn in München und so, und ich glaube, man darf nicht vergessen, wie schnell unsere Zeit ist. So, wir haben eine Woche, wo sich die Leute maximal unseren Film merken, weil am nächsten Donnerstag sind die Kritiken von den nächsten Filmen und da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Da sind wir wieder weg vom Fenster, es interessiert kein Schwein mehr und das ist mit den Festivals das Gleiche. Wir gewinnen einen Preis und wenn wir diesen Preis gewinnen, nicht etwas in der Hand haben, wo wir sagen, das machen wir als nächstes, kannst du es schon wieder vergessen, weil ein paar Monate später ist das nächste Festival und dann sind die nächsten Gewinne interessant. Das ist alles so kurz, dieser Moment, und dann ist es so frustrierend, dass du das Gefühl hast, da ist etwas, dafür interessieren sich die Leute und dann können sie es nicht sehen. Und das wäre so geil, wenn man das koppeln könnte. Ja. Hm. Wir hatten so einen total geilen Spiegel-Online-Artikel. Ja? Wenn ich mir nur vorstellen würde, dass es von diesem Spiegel-Online-Artikel aus hätte einen Link geben können, um sich den Film zu downloaden. Ja? Dann hätten alle Leute, die das gelesen haben, sich den Film holen können. Und vor dem Kinostart von mir aus für den doppelten Preis. Es hätten einige gemacht. Und es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich, dass sowas nicht geht. Also ich hatte zu dem Thema schon bevor ich eigentlich den ersten Film gemacht habe, schon so eine gewisse Aufgebehaltung, so ein bisschen. Oder als ich dann meinen ersten Film gemacht habe, Papa Gold, war mir eigentlich klar, dass das mit der Kinoauswertung überhaupt gar keinen Sinn macht oder dass ich das überhaupt gar nicht erst versuchen möchte, weil ich alles, ich wusste nicht viel darüber, ich wusste einfach nur, dass es wahnsinnig schwierig ist und ein wahnsinnig großes Feld und dass man da wahnsinnig viel Arbeit reinstecken muss. Und dann war für mich Papa Gold eigentlich nur so, ich mache den, damit er auf Festivals läuft, der soll mir Türen öffnen, der soll mir ermöglichen, neue Filme zu machen, und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass überhaupt den jemals irgendein Verleiher im Kino zeigen wollen würde.
als der dann in Saarbrücken lief und gleich am nächsten Tag dann Verleiher auf mich zukäme, ja, würden die gerne ins Kino bringen. Dann stand ich ein bisschen blöd da, weil ich hatte die Musikrechte nur für die Festival-Auswertung geklärt und hatte einfach, also das ist einfach ein riesen Aufwand, Zeit und auch finanziell, und der war einfach auch nicht bereit, um einfach ins Kino gebracht zu werden. Und dann bin ich jetzt sehr froh, seit er fertig ist, seit 2011, einige Jahre vergangen, aber ist jetzt eben auf DVD erschienen endlich, und das ist alles gemacht, und deswegen haben wir auch bei meinem nächsten Film dann zumindest eben diese Hürden gleich von Anfang an geklärt, damit er ins Kino kommen kann. Und das Schöne ist, dass er jetzt auch eben einen kleinen Kinostart hat, in 9 Tagen, 10 Tagen, am 11. Dezember, ne? Genau, Captain Oscar. Aber meine persönliche Haltung ist auch, wie du gerade schon gesagt hast, wann sollen wir denn Filme machen, dass ich auch glaube, so ich kann mich da nicht so reinstürzen in meine eigene Person und sagen, ich investiere jetzt extrem viel Zeit und Gedanken ins Rausbringen der Filme, weil das ist ja ein eigenes Berufsfeld, und die Sachen, mit denen ich mich ein bisschen auskenne, sind das Filme machen, und im Moment sehe ich mich nur so, dass ich lieber meine Energien da reinstecke. Und ich habe eben auch dann bei Jakob, bei meinem Bruder gesehen, wie viel Arbeit das ist und wie viel Zeit er damit verbracht hat und wie viel Frustration das zum Teil auch war. Die Erfahrung, die er mit Love Sex gemacht hat, dass ich mich im Moment noch so sehe, dass ich mich da raushalte und mich mehr darauf konzentriere, den nächsten Film zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich vollkommen richtig, wie auch gesagt hat, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und dass am Ende ein Film ja auch gesehen werden muss. Nico, deine Erfahrung vielleicht? Ist ziemlich frustrierend auch. Und zwar kann ich ganz spezifisch von Silvi sprechen, weil der eben die komplette Auswertungsschiene schon erfahren hat. Und wir sind mit, also der Film hat jetzt 10.000 Zuschauer, so ziemlich exakt. Ist mit 23 Startkinos am 3. Oktober gestartet. Ich dachte immer, das wäre total cool, 3. Oktober, weil es dann so einen Brückentag gab, und dann dachte ich, oh, super, super. Und dann war das aber der 4. Oktober, der Freitag, waren die schlechtesten Zahlen, und der Samstag war wieder super und der Sonntag. Und dann gibt es was ganz Faszinierendes, nämlich wir haben tatsächlich Förderung bekommen also eine Verleihförderung für einen ja nicht geförderten Film. Das ist immer auch schon mal schwierig, dass man dann nochmal eine Förderung kriegt, obwohl man ja ein Independent-Film ist. Das waren 15.000 Euro vom BKM. Die streicht sich dann der Verleih ein und verrechnet das irgendwie. Aber an diese Förderung ist geknüpft, dass der Film maximal mit nur 25 Kopien starten darf. Und das ist eigentlich so behämmert, weil der Staat fördert einen Film, weil er irgendwie ja offensichtlich glaubt, dass das vielleicht gut wäre, diesen Film zu fördern. Aber das, was er tut, ist nicht fördern, sondern beschränken. Denn man kann sich vorstellen, dass natürlich das von der Kurve her nicht mehr so viel nach oben gehen kann, wenn man nur mit 25 starten darf. Aber das klingt total logisch. Also wenn man überlegt, dass in der Regel nur die Filme gefördert werden, die auch schon für eine Drehförderung bekommen haben, die kriegen auch in der Regel eine Verleihförderung, damit natürlich, weil das sind ja alles, also Förderungen sind ja erfolgsbedingte Darlehen, das heißt, man soll sie ja in der Regel zurückzahlen, wenn man sie bekommt für einen Film. Das heißt, wenn eine Filmförderanstalt Geld gegeben hat für einen Film, damit er gemacht wird, dann gibt sie auch Geld, damit er vernünftig ausgewertet wird. Das klingt logisch. Und wenn ein Film, der keine Fördermittel bekommen hat, der aber offensichtlich wahnsinnig gut ist, eine Förderung bekriegt, damit er nicht mehr als 25 Kopien rausbringt, dann klingt das auch total logisch. Also für mich ist das im System vollkommen ja logisch. Im System gibt es tatsächlich eine tolle Logik, ja. Da habe ich nur den Kopf geschüttelt und gedacht, okay, also dann nimmt halt der Verleih die Kohle und ist damit zufrieden. Und dann ging das total schnell abwärts. Erste Woche 23, zweite Woche 17, und dann kleckert sich das aus. Man hat gar keine Chance mehr. Also da braucht man sich überhaupt nichts vormachen. Und der Druck, also jede Woche, jeden Montag, jeden Donnerstag gibt es immer so Impulse, und dann wird entschieden und dann fliegt man raus aus dem Kino. Man kann bei der Menge der Kopien und bei den Kinos, für die man dann ausgewählt wird, auch gar nicht viel mehr Zuschauer generieren. Also es ist dann irgendwie so, wir hatten bei Ich fühle mich Disco dann am Ende irgendwie so 20.000 Zuschauer, yeah, das war so mega geil, aber es wäre fast gar nicht mehr gegangen, so für die Kinos, in denen wir, wenn wir jetzt in den großen Sälen laufen und wir laufen dreimal am Tag und das halt irgendwie in 100 Städten, dann ist es ja auch logisch, dass man auf große Zahlen kommt.
Aber du musst ihn aber auch natürlich bewerben. Also das Chronik große Kino hilft dir nichts. Ja, aber selbst wenn wir mega nichts, Werbung gehabt hätten, es wäre, also es geht gar nicht. Also ich meine, es bedingt sich ja dann, wenn man halt eine Million Euro für Werbung zur Verfügung hat oder so, dann geht natürlich auch was. Dann kann man auch sagen, okay, dann starten wir jetzt auch. Weißt du, so eine Dinger wie irgendwie ziemlich beste Freunde. Wie hieß der Schlussmacher. Weißt du, der startet mit 620 Kopien. Das ist unfassbar, diese Zahl. Aber Axel, du argumentierst jetzt interessanterweise so, wie du niemals bei der Produktion argumentieren würdest. Da sagst du, ja auch nicht, ich brauche eine Million, damit ich einen guten Film machen kann. Es ist natürlich angenehmer. Nee, aber ihr habt Gefühl, ihr habt hier alle mit ganz wenig Geld. Ja, genau. Aber ihr habt hier alle mit ganz wenig Geld Filme gemacht. Und diese 15.000, und ihr habt das nur deswegen erfolgreich gemacht, weil ihr es anders gemacht habt, weil ihr in irgendeiner Weise kreativer, zumindest in irgendeiner Weise anders wirklich herangegangen seid. Jetzt sind da 15.000 Euro meistens dann eben dem Verleih zur Verfügung stehend. Und der macht es meistens bisher auf eine völlig konventionelle Weise. Ja, dann ist doch die Frage, warum nimmt man nicht genau diesen Ansatz und sagt, okay, wir haben da vielleicht was Neues erfunden, aber zumindest was versucht anders zu machen und uns an gewissen Sachen orientiert, aber gewisse Sachen auch neu gemacht. Warum kann man da nicht sagen, hey, okay, alles was bisher da war, hinterfragen wir jetzt einfach mal und dann überlegen wir uns, kann man aber nicht ich was bin ja kein Verleiher. Ja, nicht du. Man muss die Verleiher dann davon auch überzeugen. Lass dich nicht provozieren, Axel. Lass mich kurz antworten. Gerne. Ich finde es total schön, Urs, dass du uns da sozusagen wie einen Stich geben willst oder sozusagen einen Anstoß. Aber ich glaube, einen Film zu drehen ist tatsächlich ein ganz anderes Unterfangen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich... Warum? Ich komme dazu. Wir sind Kinder der digitalen Zeit. Und das ist das, was uns das möglich macht einfach. Ich glaube, hätten wir das auf Filmmaterial gemacht, es wäre alles ganz anders. Hätte es anders ausgesehen, wäre es härter gewesen. Ja, also Axels Film wäre wahrscheinlich 5 Sekunden lang gewesen. Ja, genau. Mit 517 Euro hättest du dir vielleicht 10 Meter, 16 Millimeter Material. Ja, es wäre dann halt geklautes, geschnortes Material gewesen, irgendwie, was schon verfallen wäre und leicht geschimmelt hätte oder so. Aber nee, das Wichtige ist, das Digitale, sozusagen, was man die digitale Revolution nennt im Filmbereich, hat uns wirklich Möglichkeiten gegeben und gibt uns bis heute Möglichkeiten, die wichtig sind. Und diese digitale Revolution ist aber in den Kinos ausgebremst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt sozusagen, früher war ja das Problem beim Rausbringen, dass die Filmkopien so viel gekostet haben. Ne? Dass man, um einen Film ins Kino zu bringen, musste man richtig viel für eine 35mm Kopie bezahlen. Und jetzt gibt es die Digital Print Fee. Das heißt, es gibt eine virtuelle Gebühr, die man bezahlen muss für jede digitale Kopie, mit der die Verleiher die Projektoren, die neuen, finanzieren sollen. Was eine total bescheuerte, also eine ganz seltsame Idee ist, dass man das auf die Verleiher schiebt und damit sozusagen auch wieder zurückkommt zu den Kosten, was es früher auch gekostet hat. Und damit die ganze Demokratisierung, die da drin liegen würde in der Digitalisierung, zunichte macht, weil jetzt ist es eben nicht mehr jedem möglich, sondern man muss einfach richtig viel Kohle in die Hand nehmen. Und der Witz ist, da haben die Kinos wirklich damals was verpasst, wo sie sich heute noch drüber ärgern, bin ich mir ziemlich sicher, nämlich da gab es Bestrebungen, das in Deutschland organisiert zu machen, die Digitalisierung, da Deutsche sozusagen eine ich weiß nicht, irgendwas Gemeinsames zu gründen. Standard, deutsche Standards und so weiter da. Und das haben sie halt verpasst und dann kamen die ganzen Projektoren, die Großteil der Projektoren kommt aus den USA und ist nur geliehen von amerikanischen Firmen. Die verkaufen die gar nicht, sondern die leihen die oder beziehungsweise sie zahlen bis heute, seit 10 Jahren, zahlen sie die ab. Und dann gibt es sogar zum Teil da Unternehmen, die halt sogar das Programm bestimmen dürfen, weil denen der Projektor gehört. Du bist also Kinobesitzer, aber die gehört der Projektor nicht. Das ist ziemlich bitter. Und das ist eine verpasste Chance der digitalen Zeit, weil ich glaube, da hätte man, wenn die Kinos nicht früh zusammengeschlossen hätten, hätten sie da andere Möglichkeiten gefunden und wären nicht in diese Abhängigkeit gerutscht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, und das heißt, wenn wir Filme machen, dann sind wir auf unserem Feld, aber wenn man einen Film rausbringen will, begibt man sich eben in eine Welt, wo noch größere, noch kompliziertere Interessen drin sind, wo einfach
einfach internationales Geld dann auch unterwegs ist. Und das wird schwieriger. Wäre dann die Schlussfolgerung, wenn ihr jetzt schon so auf die Digitalisierung abzielt, das dann auch einfach nur digital auszubringen und zu sagen, Kino egal? Ja, also ich halte nichts vom Kino. Jetzt nicht zum Kino. Also ich bin auch kein Kind des Kinos. Ich war immer ein Kind der klassischen Musik. Ich habe immer Musik gehört bei mir zu Hause. Ich habe dann Filme entdeckt, nachdem ich meinen ersten Film gedreht habe. Da war ich 18, 19 oder so. Da fand ich dann Kino gucken, also Filme gucken auch ganz toll. Aber für mich ist tatsächlich die Institution Kino wahnsinnig negativ besetzt. Erzähl mal, warum? Naja, wir hören das ja gerade. Für mich ist Kino ein großes Hindernis, meine so wie es jetzt läuft, ja, so praktisch. Jetzt aber läuft. Als Parallelort, wenn wir so ein System uns vorstellen, wäre das ja toll, weil dann geht der Kino mag, ins Kino, der digital mag, macht super. Digital, whatever. Ja, ich muss nochmal sagen, ich liebe das Kino, ich könnte nicht ohne Kino. Ne? Ich dafür könnte aufs Fernsehen verzichten. Wir sind Kinder des Kinos. Wir beide sind auf jeden Fall Kinder des Kinos. Warum? Was fasziniert euch denn? Wir hatten kein Fernsehen zu Hause und wir sind jeden Sonntag wie zum Gottesdienst ins Kino gegangen. Kinderkino. Ins Kinderkino. Und das war wichtig und das war kostbar und gerade weil da andere Kinder drin saßen, war das besonders. Und deswegen, ich würde sagen, unbedingt Kino. Kino und Internet. Und lass uns das Internet und das Fernsehen halt cool, umbringen eines es Tages. Es wäre halt cool, man macht einen Film, man bringt den raus, man kriegt einmal breit Presse, alle reden über den Film und gleichzeitig können alle auf die Wege, die sie Lust haben, diesen Film konsumieren. Das wäre das, was mir gefallen würde. Ich habe überhaupt keine Lust auch auf diese Einteilung, machst du jetzt einen Kinofilm oder machst du einen Fernsehfilm? Wenn, es ist mir total egal und schnuppe für was, also oder fürs Internet. Wenn wir dafür Geld bekommen und ich die Leute bezahlen kann und der Film an einem Ort ausgestrahlt wird oder es Möglichkeiten gibt, dass Leute ihn sehen können, dann mache ich den Film. So, da ist mir wurscht, ob ich einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm drehe. Ich finde es auch völlig bigott, da Unterschiede zu sehen, weil die Leute sagen ja immer, ja, für einen Fernsehfilm ist es gut genug. So, sowas finde ich so schlimm, ja? Ja, aber das ist ja auch vielleicht ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit, wobei ich die Unterteilung auch nicht verstehe und nicht genau weiß, wann die vielleicht mal Sinn gemacht hat. Aber heutzutage macht sie auf jeden Fall gar keinen Sinn, weil ein Film ist ein Film und wenn man ihn gucken kann, kann man ihn gucken. Ich habe auch schon einen Film auf dem Handy geguckt und fand sie großartig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so toll war wie im Kino, aber letztendlich ist es der Film, der entscheidend ist. Und diese Strukturen, die bestehen, da sind ja eben auch einfach, das sind einfach nur konservative Kräfte, die halt ein bisschen irgendwie daran halten, dass es irgendwie alles halt sich nicht verändert. Und ich glaube auch die Reaktion von AG Kino. Ich muss noch ganz schnell, ganz kurz zu den konservativen Kräften. Das war auch, ich habe auch ganz lange gedacht, und da bin ich jetzt echt, da bin ich gespannt, wie wir in 2 Jahren, glaube ich, werde ich mehr dazu wissen, oder 5 vielleicht. Ich glaube, ich habe ganz lange gedacht, das sind konservative Kräfte in den Kinos. Das sind einfach, es sind viele Kinobetreiber kommen aus einer Zeit, die schon lange zurückliegt, sozusagen aus den Folgen des Oberhausener Manifests, könnte man sagen, da wirst du viel mehr wissen, da möchte ich mich nicht zu weit vorwagen, aber da kam ja eine große Welle von kommunalen Kinos, von kleinen Kinos und wirklich, deswegen ist, aus dieser Zeit stammt der Kinoreichtum in Deutschland, aber die Leute sind halt mitgealtert und deswegen habe ich gedacht, okay, weil das Durchschnittsalter bei Kinobetreibern ist wirklich übertrieben hoch, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, es gibt sehr wenig Kinobetreiber, die unter 40 sind und die meisten sind doch ein bisschen älter. Und das heißt, ich möchte da niemanden dissen, aber das heißt, es ist eine andere Generation, die vielleicht sich eben nicht mit dem Internet so auseinandergesetzt hat, wie unsere Generation oder beziehungsweise die vielleicht genau über dieser Schwelle steht, das Internet anzuerkennen als etwas, was eine größere Veränderung ist als die VHS-Kassette. Und was mehr Veränderung mitbringen will. Deswegen, das kurz, aber deswegen, ich habe echt gedacht, okay, das ist konservativ. Aber ich glaube das gar nicht, dass die eigentlichen Mächte und die Vorstände in der AG Kino, und die können sich dieses Video auch dann gerne angucken, ich glaube, dass die ganz kommerziellen Interessen folgen, die fahren jetzt 5 Jahre noch gut damit, die verdienen gerade richtig Kohle, im Gegensatz zu den kleinen Kinos, aber sozusagen die im Vorstand da sitzen, die verdienen gerade Geld, und würden auch mit meinen Filmen Geld verdienen. Aber dass die halt, und ich glaube, dass wenn die nicht ganz dumm sind, dann schmieden die halt im Geheimen Pläne, wie sie selber Modelle rausbringen können,
das Internet für sich zu nutzen und da dann weiter eben Geld zu verdienen mit. Und deswegen war denen das Experiment, was wir jetzt vorhatten, zum Beispiel total zuwider. Und deswegen haben sie da alles verhindert, was irgendwie ging, weil sie wahrscheinlich halt dann mit irgendeinem großen Partner, und das ist jetzt eine Verschwörungstheorie von mir, aber die ist nicht so unrealistisch, dass sie dann versuchen werden, mit der Telekom oder so dann irgendwie sowas zu machen, wenn überhaupt. Im besten Fall, weil im schlimmsten Fall wird es so kommen, dass das Internet eh gewinnt und dass die Kinos dann verlieren und gar keine Beteiligung dran haben werden, dass sozusagen die Fenster in den nächsten 5 Jahren, habe ich mir sagen lassen, werden sie in Deutschland nicht kippen, aber irgendwann danach wird es soweit sein und dann sind die Kinos vielleicht einfach wirklich nicht beteiligt. Zumindest die Arthouse-Kinos. Also ich glaube schon, dieses Popcorn-Kino, dieses ins Kino gehen wie in die Disco, sowas wird bestehen bleiben, da mache ich mir keine Gedanken darüber, aber ich bin da auch hin und her gerissen. So einerseits liebe ich das Kino, also ich finde den Vergleich mit der Kirche wirklich nicht falsch. Also es ist wirklich etwas Zelebrieren, das Licht geht aus, man zieht sich die Werbung rein. Also ich habe das auch angebetet. Gleichzeitig hast du deinen ersten Kinofilm, du kommst raus mit diesen besagten 23 Kopien. Und dann besucht man auch das eine oder andere Kino. Und wenn diese Kinobetreiber sagen, ich liebe Kino, dann muss ich sagen, das ist gelogen oder du hast keine Ahnung. Dann läufst du da in Rumpelkammern, wo manche Kellerlöcher schöner sind, die Exit-Schilder leuchten heller als das Bild, das vorne auf der Leinwand zu sehen ist. Du denkst so, also dafür saß ich nicht 3 Monate in der Mischung, damit mein Film jetzt von links und rechts aus 2,5 kaputten Boxen kommt. Rechts ist... also hinten ist nichts mehr zu hören und dein Bild sieht aus, und dann heißt es ja, wir lieben Kino, sag ich, ja, aber es ist kein Buch. Also es ist nun mal, und das darf man nicht unterschätzen, es ist auch einfach eine technische Kunstform, die wir da haben. Und das muss auch den Programmkinos klar sein. Und manchmal denke ich so, kein Wunder, dass zu euch keiner kommt und den Film sehen will, weil es keinerlei Atmosphäre hat. Der Raum vielleicht, also ist ja auch spannend, in so einem Keller zu sitzen, aber wegen dem Film kommt ihr nicht. Also zumindest macht es so keinen Spaß. Und das war was, was mich unglaublich frustriert hat. Und dann dachte ich, du, dann lieber im Fernsehen, dann kann sich jeder seinen Fernseher so laut aufdrehen, wie er will, dann gucken sich die Leute den an. Und das Schönste, am liebsten gucke ich meine Filme auf Festivals, wenn wir einmal die Möglichkeit haben, in richtig geilen Kinos zu laufen. So, das ist geil, wenn der eigene Film läuft im Cinemax und du hast wirklich den Dolby Surround, den du gemischt hast. Das Bild hat auch die Farben, die es haben soll. Die Sitze sind komplett voll. So. Ja. Das ist super. Aber in dem Moment, wo du ins Kino gehst und dann sitzen da 2 Leute... und die Vorführung ist scheiße, dann merkst du, dein Film ist doch nicht so toll im Kino, wie du gedacht hast. So, nee, das würde ich noch niemals sagen. Ich würde mich da nicht anschließen. Ich liebe auch ich hasse es, wenn die Technik nicht stimmt. Aber ich rede über die Technik. Ja, genau, also die Technik, wenn das Kellerloch, ich habe nichts gegen Kellerloch, klar, wenn die Technik stimmt. Ja, genau. Das glaube ich auch. Das bricht wirklich das Herz jedes Regisseurs, weil man wirklich, man investiert Tage man investiert Tage in Sekunden. Und da kann man sich mal vorstellen, wie das wehtut, wenn da was technisch ist. Mir ist die Technik nicht so wichtig, aber wenn bei schlechter Technik nur 2 Leute im Kino sitzen, dann ist es schlimm. Weil bei schlechter Technik 50 Leute, das habe ich schon erlebt, das ist großartig. Das kann unter Umständen fantastisch sein. Aaron, nur eine kurze Zwischenfrage. Axel und Tom haben ja eher, also bekannt gegeben, ihnen ist egal sozusagen, wo die Filme laufen, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt egal, aber du sagst auch, du guckst ja den Film auch auf dem Handy an. Es geht mehr sozusagen um die Filme. Und Axel sagt, er macht jetzt keinen Unterschied oder findet es bigott die Unterscheidung zwischen Kinofilm, Fernsehfilm. Wie siehst du das? Ja, also natürlich ist es ein Unterschied. Also rein vom visuellen Erlebnis her glaube ich wirklich, dass Filme, Elephant von Gus Van Sant, den will ich mir nicht auf dem Handy angucken. Also so 1,5 Stunden Kamera hinterherfahrt, da brauchst du diesen heiligen Raum, wo wirklich die Konzentration nur auf der Leinwand ist. Ich glaube, der ist schon auf dem Fernseher schwer zu sehen. Also ich glaube wirklich, dass es Filme gibt, die machen im Kino Sinn. Oder wenn man jetzt in den dokumentarischen Bereich geht, so Touch the Sound war für mich wirklich einfach ein Kinoerlebnis. Das sind Sachen, die... Aber das ist dann von mir aus optisch, eine optische Qualität, aber keine inhaltliche Qualität. Es gibt doch tatsächlich Leute, die unterscheiden, naja, diesen Film, den kann die Hausfrau beim Bügeln gucken, der ist fürs Fernsehen und diesen Film, der soll dann im Kino laufen, weil der ist anspruchsvoller. Ah. Das finde ich doch so schlimm, dass die Leute inhaltliche Unterscheidungen machen zwischen, oh, der Film ist so gut,
gut, der gehört ins Kino. Oh, der Film, den guckt sich keiner an, der gehört ins Fernsehen. So, ich habe auch nicht gesagt, dass es egal ist und dass man jeden Film auf dem Handy gucken kann. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Okay. Man muss natürlich auch sehen, das andere, also es gibt ja viele Nebenbei-Medien. Also wer ernsthaft guckt Fernsehen so konzentriert oder auf dem Handy oder auf dem Laptop oder sonst wo, wie im Kino. Im Kino kannst du nichts anderes machen. Ja, da guckst du den Film. Ja, du kannst schon was anderes machen. Ja. Aber, aber du lässt dich darauf ein und du hast dich auch bewusst dafür entschieden. Ja, aber deswegen muss das Fernsehen sterben, weil VOD hat das für mich nicht. Weil wenn ich einen Film starte und mir den angucke, dann werde ich parallel nicht bügeln. Aber das bin auch vielleicht nur ich. Ich weiß nicht, ob jemand anders irgendwie, keine Ahnung, sich die Space Odyssey, weil wir die gestern hatten, zum Bügeln anmacht, einfach als Untermalung oder so. Aber welcher Film ist besser geeignet zum Bügeln als Space Odyssey? Ja, ganz ehrlich. Also bevor wir über VOD sprechen, würde ich gerne noch von euch allen wissen, ihr seid so oft unterwegs, eben in Kinos, ihr habt es gerade schon erzählt. Wie kann man Kino besser machen? Was würdet ihr machen, wenn ihr Kino machen müsstet? Ich glaube, also ich würde direkt sagen, der Raum ist super wichtig. Nackt-Screening. Was? Nix. Ja, aber du hast recht. Was? Tom sagt Nackt-Screening, aber ganz ehrlich, ja. So Events sind nicht schlecht. Ich meine, weißt du, nein, wirklich. Es ist ja auch dunkel. Ja. Man kann die Heizung aufnehmen. Ja, weil wir machen ja immer diese Touren, wo wir dann anderthalb Monate in den Kinos der Republik unterwegs sind. Und dann kommst du halt an Kinomacher, die es nicht mal hingekriegt haben, Flyer auszulegen. Also wo ich denke, was soll denn das, verdammte Scheiße? Da machen wir hier mordsmäßig Veranstaltungen, wir zahlen irgendwie unsere Reisekosten noch teilweise selber, um da irgendwie hinzukommen und unseren Film zu promoten, und dann schaffen die das nicht, einen Flyer auszulegen oder einen Plakat aufzuhängen. Das regt mich wahnsinnig auf. Das war tatsächlich für mich auch ein Riesenaufreger in dieser Diskussion mit dem Day-and-Date-Start, weil ein wichtiges Argument von den Kinobetreibern war, dass sie gesagt haben, ja, schön und gut, wir verdienen da im Internet, aber eigentlich verdienen wir doch durchs Popcorn. Und dann bin ich so, dann habe ich das erstmal ernst genommen, war so, okay, weil ich liebe das Kino, ne? Und dann habe ich aber drüber nachgedacht, aber ich bin ja auch Filmemacher. Und mit dem Popcorn verdiene ich ja gar nichts. Ja. Warum sollt ihr exklusiv diesen Film bekommen, um dieses Popcorn zu verkaufen? Und dann kommt einfach noch hinzu, dass man wirklich sagen muss, dass es unglaublich viele Kinos gibt, die wirken, als wären sie eine Tankstelle für Filme. So, ne? Es hat überhaupt keine Atmosphäre, es hat gar nichts. Es gibt überteuerte Waren. Ja. Und dann wird man in das Kino reingeschleust und am Ende dann wieder raus auf die Straße gespuckt. Und kann vielleicht vorne noch mal reinkommen, wo man dann wieder konsumiert. Und wie macht man es besser? Mir hat mal ein Kinobetreiber gesagt, wir haben extra keine Werbung in der Zeitung geschaltet, weil wir nur wollten, dass die Leute kommen, die den Film auch wirklich sehen wollen. Das habe ich ja vielen herzlichen Dank. Aber Stichwort Werbung, ich möchte mal so... Wir kommen ja darauf zurück, ich möchte aber... Nochmal auf deinen Punkt eigentlich direkt zurückkommen. Wir haben gesagt, wir haben ein Vermittlungsproblem, das spielt ja mit rein. Und Axel, du sagtest, du hast diese Werbung so herausgestellt. Also es geht ja darum, sozusagen das Publikum zu erreichen. Kinoraum ist so eine Möglichkeit, ist klar. Ich frage mich jetzt nur natürlich so traditionelle Werbung. Da hat Urs ja natürlich ganz andere Wege vorgeschlagen, aber jetzt wirklich das Werbebudget. Meint ihr wirklich, um jetzt wirklich konkret auf eure Filme nochmal zurückzukommen, auf die Art der Filme, auch die Frage, die Urs auch aufgeworfen hat, des Zielpublikums, würdet ihr wirklich wahnsinnig viel euch versprechen, wenn euer Film jetzt ein riesiges Werbebudget hätte? Dann könnten wir uns ein paar Sachen leisten, auf jeden Fall. Dann könnten wir uns auch ein paar Ideen leisten, die wir wahrscheinlich nicht umsetzen könnten, wenn wir keine Kohle haben. Ich würde mir nicht unbedingt mehr versprechen, aber ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall eine Wirkung hätte. Aber was würdet ihr denn machen? Danke. Nackt-Screening. Ich meine, allein, der Punkt ist ja, allein, dass man die Kinos dazu kriegt, dass sie deinen Trailer zeigen, obwohl sie den Film später spielen werden, allein das ist schon schwierig. Ich würde einfach Werbeplätze buchen in den Kinos. Also sozusagen, ich würde Kinowerbung buchen für meinen Trailer, was das Kino eigentlich selber machen müsste. So, ne? Aber das ist ja wirklich auch was Trauriges, dass die das selber nicht mal hinkriegen, den Trailer da vorne hinzupacken, bevor der Film läuft, oder? Sag nur mal, du bist doch Kinomacher. Ja, du bist doch Kinomacher. Aber ich meine, du bist ein toller Kinomacher. Ja. Aber jetzt red doch mal. Ich,
ich weiß nicht, da ist mittlerweile so viel zusammengekommen, da können wir uns nachher immer unterhalten. Aber ich meine, bei den Werbeschaltungen ist es doch leider so, dass in den großen Cinemax oder so zahlt halt die Warner oder die Fox zahlt für einen Film mal so und so viel, dann sind so und so viele Plakate und Trailer und so weiter gebucht. Ja. Ja? Und ich meine, wenn ich bei mir in meinem Kino, wo halt leider auch nicht so viele Zuschauer den Trailer spielen, den spiele ich ja, aber dann sehen ihn halt auch nicht so viele. Aber die Frage, das Video on Demand ist ja schon so eine Frage, ob das wirklich so gut funktionieren würde. Es gibt ja halt leider die Experimente mit irgendwelchen, ich sag's jetzt mal, kleinen Filmen, wo es dann auch funktioniert, aber wo halt irgendwie dann 1000 Leute den Film im Kino sehen und 2000 auf Video on Demand. Und ich meine, es gibt ja keine gesetzlichen Vorgaben für nicht geförderte Filme. Und die Frage ist, warum macht eine Warner oder eine Fox oder so, warum machen die nicht einen Day-and-Date-Start? Ich glaube, die gehen halt schon noch davon aus, dass auch das Publikum sich an die traditionellen Wege hält, also dass ein Kinostart irgendwie notwendig ist, um zu funktionieren. Das ist natürlich auch, also es ist auch so, dass das Geld natürlich völlig verpufft, ne? Also ich bezahle als der den rausbringt, bezahle, latze ich einmal 1 Million Euro oder whatever, 15.000 Euro und dann kriege ich aber nur eine Auswertung. Ich kriege für das Geld, kriege ich nur in einem bestimmten Fenster eine Auswertungsmöglichkeit. VW würde auch nicht irgendwie ein Auto auf den Markt bringen und nur in Berlin verkaufen, das ist ja völliger Schwachsinn. Also warum soll man nicht hingehen und sagen, nein? Also das ist ein ganz tolles Beispiel mit Spiegel Online. Ich lese eine Kritik, das ist ja so deppert, dass nicht bestellen darunter steht. Es ist wirklich deppert. Spiegel Online kriegt dann von mir aus noch 1% maximal. Ja, vielleicht auch 0,5. Auch 10. Sie wollen dann natürlich mehr, das ist ja klar. Das sollen sie doch haben. Spiegel Online bringt uns auch Woche für Woche bei, dass man die Filme kostenlos bekommen kann. Die kostenlosen Filme der Woche. Ja, aber genau. Ja, aber die sind ja ausgewertet. In der heutigen Struktur ist das ja nur so. Also das wäre dann würde sich ja sowieso was verändern. Das ist ja nur heute so. Wenn man was verändern würde, Das ist ja dann nicht kostenlos in dem Sinne. Aber für uns, aber du bezahlst ja nichts dafür. Nee, du kannst dir den Film angucken, der ist 2-3 Jahre alt und dann siehst du ihn dir an. So. Ich meine, man kann seit 12 Jahren kostenlos illegal Filme im Internet gucken. So. Ja, ist illegal. Ja, es ist illegal, aber es hindert niemanden. Und ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, ich konnte deinen Film nicht sehen, weil er in meiner Stadt nicht gelaufen ist. Es tut mir leid, aber ich musste ihn auf Kino.to runterladen. Das ist bestimmt nicht die Regel. Nee, aber es sind ja nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Filme jetzt die Highlights sind in den. so, nee. Aber, also für mich, ja. Nee. Man muss das einfach gleichzeitig machen. Ich soll jetzt mich einmischen? Ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass sich ein Verleiher einmischt. Das finde ich sehr richtig. Weil außer Jakob allerdings hat auch richtig muss ich dazugeben, dass wir jetzt nicht so der wirklich klassische Verleiher sind. Also vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Wir haben vor 2,5 Jahren eigentlich noch nicht mal gewusst, dass wir uns mit Filmen beschäftigen. Und kommen eigentlich aus Mannheim und aus privaten Gründen, ich wohne inzwischen auch in Berlin und bin eigentlich einigen der Filme zum ersten Mal in meinem Leben begegnet. Und dann haben wir uns die mal angeschaut und fanden die super sensationell und haben dann auch festgestellt, dass im Prinzip hier eine wahnsinnige Kreativität ist, wo unheimlich wenig, also mit unheimlich wenig Mitteln unheimlich tolle Filme gemacht werden. Und wir aber auch festgestellt haben, von uns kannte die keiner. Also hätten wir nicht einfach zufällig Kontakt dazu bekommen, hätten wir nie gewusst, dass sie gibt. Das hat uns total fasziniert. Wir kommen übrigens aus der Musikbranche, wie vorhin schon mal angeklungen ist. Wir beschäftigen uns auch sehr stark mit digitaler Vermarktung, weil auch da die CD natürlich jetzt nicht mehr. Also hätten wir uns nicht rechtzeitig damit beschäftigt, würde es uns gar nicht mehr geben. Uns hat eigentlich ursprünglich nur die digitale Vermarktung von Filmen beschäftigt und wir haben aber auch gleich festgestellt, dass die Filme eigentlich für Kinos gemacht sind. Dann sind wir durch die Gegend gezogen und haben uns zuerst mal die Verleiher angeschaut, haben uns mal angeschaut, wie das Ganze vermarktet wird und haben ehrlich gesagt ziemlich schnell festgestellt, rückwirkend kann man das, glaube ich, auf einen Nenner bringen, dass wir das ziemlich absurd fanden. Also Virtual Print Fee fanden wir ein sensationelles Ding. Übrigens bei Love Sticks, nur mal kurz zum Ansatz, ist auf 1/6 des kompletten Budgets, das übrigens gar nicht so schlecht war, auf Virtual Print Fee gegangen. Das muss man sich mal überlegen. Und wir haben Verleiher gesehen, die um ihr Leben kämpfen, weil es auch wirklich wirtschaftlich ziemlich schwierig ist, die im Prinzip nur überhaupt Filme machen können, wenn sie Förderung bekommen. Also Rennen, die beschäftigen sich ein Drittel oder ein Viertel ihrer Zeit damit, irgendwelche Förderanträge zu stellen, danach übrigens auch alles abzurechnen. Und wir haben DVD-Vertriebe gesehen, die im Prinzip gar nichts machen konnten, weil sie ein Jahr vorher im Prinzip also einen Film im Kino hatten, den sie ein Jahr später irgendwie nochmal
promoten müssen, was ja gar nicht geht, weil natürlich die Presse sagt, Entschuldigung, den habe ich schon vor einem Jahr schon mal besprochen. Und das End vom Lied war, dass wir uns beschäftigt haben mit einer Vermarktungsform, die nennen wir intermediale Vermarktung, die im Prinzip eigentlich umgeht, dass die Filmförderung, die ihren Sinn hat, aber für die Art von Filmen, über die wir ja gerade reden, keinen Sinn macht, sondern eher eine Filmverhinderung ist. Definitiv. Vorhin ist es angeklungen mit den 25 Kopien, mit dem ein Jahr Sperrfrist. Und das geht weiter mit den ganzen Hürden, die sonst noch im ganzen bürokratischen Bereich liegen. Und wir haben zum Beispiel, ich darf das mal ankündigen, bei Familienfieber, den wir ja auch machen, wo wir ganz stolz drauf sind, am 15. Januar, da haben wir zum Beispiel einen Geldbetrag sogar als Förderung, die wir haben können. Wir nehmen die aber nicht, weil wir nämlich genau diese Sperrfristen und so nicht haben wollen. Weil wir glauben, und das will ich ganz kurz mal sagen, wir glauben, dass man das Marketing, das man ja auch anpassen muss auf die Erwartungen des Films, komplett ins Kino stecken muss, weil man nämlich nur dort, auch vorhin ist das angeklungen, dort nämlich im Feuilleton und bei den Zeitungen eine Relevanz bekommt, um dann aber möglichst schnell DVD, VOD, die ganzen anderen Verwertungsmöglichkeiten, die man hat, im Prinzip hinterherzuschalten, um im Prinzip die Marketing-Power in eine Richtung zu kanalisieren und nicht nochmal aufzuteilen in die verschiedenen Vermarktungsformen, also im Prinzip eine gesamtheitliche Vermarktung anzugehen, um überhaupt eine gewisse Relevanz zu haben und dafür auch das Budget zur Verfügung zu stellen. So sehen wir das und ich glaube, es ist auch der einzigste Weg. Ich glaube, eigentlich viele Eckpunkte, die hier besprochen worden sind, sind richtig. Ich glaube aber, eigentlich muss man noch viel größer ansetzen, dass das Ganze, was da passiert, gar nicht in das aktuelle System passt. Und ich glaube, man muss einfach neue Systeme finden und wir versuchen das zumindest bei uns, das auch hinzubekommen, weil wir sind fest davon überzeugt, dass die Filme, über die wir reden, jeder, sowohl im Kino, als auch im DVD, als auch im VOD übrigens, weil das ist ja auch recht teuer, die Filme dort hineinzubringen und übrigens auch ein richtiger Kampf, das haben wir so am Rande, keine Wirtschaftlichkeit erreichen werden. Aber in der Kombination von der ganzen Geschichte ist es sehr wohl möglich, die Filme so wirtschaftlich zu gestalten, dass auch mal Gelder fließen an diejenigen, die das die ganze Zeit machen. Ich meine, wir haben hier Peter Trappner, ein fantastischer Schauspieler, ist gerade nicht im Raum, aber ein fantastischer Schauspieler. Und, ja, und so ein Einsatz, wenn man sich überlegt, wie so tolle Schauspieler, die ja auch irgendwie weiterkommen wollen und so, da geht es auch wirklich darum, dass das Schauspieler, das ist ja mehrfach angeklungen, im Prinzip auch mal bezahlt werden können. Und ich glaube, da gehört ein Vermarkter, also wir sehen das zumindest auch als Verantwortung, dass das zumindest auch möglich ist. Und dafür arbeiten wir und übrigens auch mit Liebe. Unser Label heißt ja nicht umsonst Darling Berlin, weil es Berliner Filme sind, aber eben weil auch Darling, weil wir das eigentlich auch wirklich so klasse finden, was ihr macht, dass wir dafür arbeiten, dass es eben anders eben wirklich auch geht. Ich würde gerne einen Satz noch sagen, den ich ziemlich wichtig finde mit diesem Kino, ja, nein, Internet. Ich finde, ganz ehrlich, einen Film im Kino zu sehen, ist einfach ein Erlebnis. Und die Diskussion mit dem Event und Happening, das stimmt alles. Ich glaube aber, dass die Kinos eine sehr gute Zeit haben werden in Zukunft. Da mache ich wieder die Parallele zu der Musik, wenn ich es mir erlauben darf. In der Musikbranche ist ja im Prinzip auch zweierlei Sachen passiert. Die Leute sind entweder nur noch auf den Events, das heißt, sie gehen wirklich bewusst, also sie erleben bewusst irgendwas, oder sie lassen sich berieseln. Das eine sind Fans, also die Leute sagen sich, ich gehe jetzt wirklich heute Abend vielleicht mit Freunden und genieße das. Oder aber ich bügel und höre irgendwas, was ich gerne mag. Und ich glaube auch, dass diese Trennung passiert. Also ich glaube, der Verlierer der nächsten Jahre wird Fernsehen sein. Das braucht nämlich wirklich dann fast keiner mehr. Also Nachrichten sind super, aber für Filme ist es halt wirklich angenehmer, selber zu entscheiden, wann. Und das wird durch Internet ersetzt. Das Erlebnis aber nicht. Und ich glaube, dass diese Trennung jetzt viel größer wird zwischen bewusstem Erleben und sich einfach so berieseln lassen und dass da eben Kino und Internet die beiden Formen sind, die sich in den nächsten 5 Jahren rauskristallisieren werden. Die größte Gefahr, wenn ich es auch noch sagen darf, ist momentan, dass das Öffentlich-Rechtliche das auch weiß und massiv sich gerade in die Verleiher, sagen wir mal, Bereiche einmischt, weil sie nämlich neuerdings immer, wenn sie nur einen kleinen Film fördern, selbst mit 5.000 Euro ein bisschen reinschießen, sie sichern sich nämlich die VOD und Free-VOD-Rechte. Und das ist natürlich heftig, weil da natürlich beim Verleiher nochmal angegriffen wird, weil das ist ja für den Verleiher in Zukunft eine Möglichkeit, wie er sich auch noch finanzieren kann. Und das wird eben gerade genommen durch die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist, ja. Die aber wahnsinnig kompromissbereit sind. Also das ist, wir haben lange diskutiert für unseren neuen Film, der mit dem ZDF zusammen entsteht, über die VOD-Rechte. Wir saßen da mit der Rechtsabteilung vom ZDF
Und da geht was. Das ist nicht endgültig. Man kann mit den Leuten auch zusammenarbeiten. Ja, wir hatten das mit Love Stacks auch. Also ja. da haben sie keine VOD-Rechte. Wir haben jetzt einen anderen Film ablehnen müssen, genau deswegen, weil der Bayerische Rundfunk noch nicht bereit war, auf non-exklusiv zu verzichten. Da können wir leider nicht machen. Tut mir total leid für die Filmemacher. Damit ist der Film eigentlich versenkt, weil der wird nämlich genau irgendwann um 0.30 Uhr mal irgendwann gezeigt. Aber es tut mir wirklich für die Produzenten und die Schauspieler alles extrem leid. Aber so ist es leider. Jetzt sind wir auch beim ganz heißen Thema. Einmal natürlich Geld aus, von Seiten quasi des Fernsehens, Koproduktion und natürlich Filmförderung. Ihr wollt, ich sag's mal ein bisschen polemisch, ich finde es wunderbar, dass ihr Filme macht, eure Filme macht und so wie ihr sie macht, weil das sind auf der einen Seite ganz wunderbare Filme und also sie erfreuen mich und vor allem mich als Steuerzahler, mal ganz platt gesagt, kosten sie ja unglaublich wenig. Das ist natürlich überhaupt kein Idealzustand und klang natürlich heute hier schon an und gestern haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen, dass ihr ja mit vollem Recht von eurer Arbeit selber leben wollt und natürlich auch eure Schauspieler in irgendeiner Form bezahlen möchtet. Nicht nur Schauspieler, Schauspielerinnen, sondern natürlich auch die Techniker, ganz klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das, woher kommt man, wie kommt man an das Geld? Und wir haben natürlich auch ganz pauschal gesagt, drei Möglichkeiten, eben quasi staatliche Förderung, eben Fernsehsender oder eben privatwirtschaftlich. Wo seht ihr da Möglichkeiten, eure Filme, die ja bei der Verwertung nicht sozusagen in der gleichen Liga spielen und vielleicht noch nicht mal dasselbe Spiel spielen wie jetzt beispielsweise Großproduktion oder direkte Auftragsproduktion, da sozusagen euren Schnitt zu machen? Also ich denke mal dran, sehr gute Filme, ihr habt ja auch euren Film als Video on Demand selber einfach versucht anzubieten, wenn ich mich erinnere. Dicke Mädchen war es? Ja, vor allen Dingen auch, genau, also man kann ihn kriegen über unsere Internetseite, aber jetzt vor allen Dingen auch im Ausland, so, wir versuchen da halt den, es hat aber nicht gut funktioniert. Ich glaube, über uns selbst haben den Film irgendwie 27 Leute runtergeladen oder so. Was hat er gekostet? Der Film? Ja. Ich weiß es nicht. Nein. Ihr müsst auf unserer Webseite nachgucken. Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt noch mal kurz dazu sagen, ich finde nicht, dass unsere Filme da irgendwie auf eine Art so krass anders wären, dass sie da rausfallen müssten zwingend. So. Also ich bin ein großer Fan von Filmförderung, von der Idee dahinter. Ich finde, das ist eine total richtige Idee. Ich finde, wenn man sagt, und das finde ich ja eigentlich als größeres Prinzip ja total super, dass man sagt, es gibt wirtschaftliche Interessen und es gibt kulturelle Interessen und wir stellen die nebeneinander und beides hat sein Recht und beides kommt zu etwas. Deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass es eben in Deutschland gibt es eine Filmindustrie, aber es gibt auch einfach eine Filmkultur. Und damit das beides nebeneinander existieren kann, gibt es die Filmförderung und die sind wichtig und ich verstehe nicht, warum wir da nicht eigentlich ganz normal mitmachen sollen könnten oder auch tun ja jetzt, warum wir da rausfallen müssten, nach deiner Meinung. Also ich habe vielleicht eine Idee, weil man könnte ja auch sagen, dass ihr die Filme so macht, wie ihr sie macht, vielleicht auch ein Symptom dafür ist, dass das ganze System in irgendeiner Weise ja krank ist. Ja, aber nicht die Grundidee. Ich glaube, Bernd meinte nicht, dass uns das nicht zustünde, sondern wie finanzieren wir es? Ja, was man nochmal sagen muss, ich glaube, was Tatsache ist, dass viele Filmemacher, ein Großteil der deutschen Filmemacher, bis auf wirklich wenige Großproduktionen, und das sind vielleicht, weiß nicht wie viele im Jahr, das kann man wirklich, also ein paar wenige Großproduktionen, die leben ja von der Filmförderung, die leben ja nicht von den Erlösen, vor allem, weil da auch wieder systemische Fehler sind, weil von den Erlösen kommt auch wieder kaum was zurück. Ne? Das bleibt dann bei den Verleihern hängen es kommt gar nicht bis zu den Filmproduzenten. Und dann schon, also, ne? Und da gar nicht weiter. Genau. Ja, ich glaube, das ist gerade auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich die Auswertung auch nicht so sehr entwickelt, weil diejenigen, die Filme machen, tatsächlich ja eigentlich von der Filmherstellung leben und überhaupt gar nicht
darüber nachdenken oder sich gar nicht träumen lassen, dass man von der Auswertung, dass man da Geld verdienen könnte, weil alle eh wissen, ach, das ist ja mit einem kleinen Film eh schwierig. Also es sei denn, man macht so ein Millionenprojekt wie Schweiger oder Schweighöfer oder Fuck You Goethe und dann kannst du von der Auswertung, da kannst du wirklich sagen, da kommt ja nochmal Geld zusammen. Aber sonst. Ja, weil also, einfach tatsächlich auch viele Leute dazwischen geschaltet sind. Ja, aber man sagt, ich mache einen Film und ich freue mich über die Gage jetzt, die ich jetzt endlich, ja, bei meinem dritten Film endlich, habe ich das kleine Fernsehspiel mit dem Boot und werde eine Regiegage bekommen und freue mich, dass ich zum ersten Mal Geld verdiene beim Film, aber ich denke nicht darüber nach, ob der in der Auswertung, ob da nochmal wirklich Geld fließt. Und vielleicht wäre das anders, wenn man da Chancen überhaupt hätte oder wenn das wichtig wäre. Ich glaube schon, dass es dich natürlich interessiert, ob da Geld fließt, weil Geld ja in gewisser Weise, und da kommen wir eben nicht drum herum, ja auch mit dem Publikum zusammenhängt. Wenn ich keine Zuschauer habe, niemanden, sei es jetzt jemand, der ins Kino geht oder der sich das als DVD kauft, leiht, als Video on Demand anschaut, der bezahlt nichts, der das nicht tut. Also auf gut Deutsch, Zuschauer, und ich denke ja schon, ihr wollt ja Zuschauer haben. Ihr dreht ja eure Filme nicht für euch selber, um euch einfach nur sozusagen selbst zu verwirklichen, sondern ich gehe mal davon aus, jeder, der hier seine Filme macht, möchte natürlich damit auch ein gewisses Publikum erreichen. Auf jeden Fall, in erster Linie, aber mache ich sie eigentlich für Axel. Ja, ich wollte dich nicht angreifen, aber schiebt es nicht auf uns, weil es ist die gesamte Filmlandschaft in Deutschland funktioniert so, dass es über die Gagen funktioniert. Da hat niemand Hoffnung, also nicht wir, Pat Klein Hansel, sondern niemand hat Hoffnungen oder sehr wenige Leute können überhaupt diese Hoffnung haben, aus den Erlösen was Ernsthaftes zu bekommen oder darauf zu bauen und darauf eine Existenzgrundlage zu bauen. Das ist halt leider nicht die Realität. So, und, aber es hat nichts mit einem Zuschauerwunsch zu tun. Was ich auch so schlimm finde, ist, dass wir eben so das Fernsehen so beerdigt haben, alle miteinander. Ich überhaupt nicht, weil ich das Fernsehen ja also seit Kindheitstagen liebe. Also alles, was ich weiß ich aus dem Fernsehen. Ich finde, wenn jetzt, also letztens zum Beispiel der Sohn von Heiko Pinkowski, Paul, 16, wir haben neulich telefoniert und er sagte, ich muss jetzt auflegen, weil ich muss zu meinem Freund, wir gucken Tatort. 16 ist der, so. Und es gibt so Formate im Fernsehen, ja, dieser scheiß Tatort, wir können uns alle aufregen über die viel zu vielen Krimis, die gemacht werden in Deutschland und all das, aber es gibt Orte im Fernsehen, da wird sowas wie dieser Kult vom Kino und so weiter, der wird da irgendwie fortgesetzt, der wird da betrieben und ich möchte mich gegen diese Einteilung in Fernsehfilme und Kinofilme wehren und ich möchte gerne dafür plädieren, dass wir alle auch mit unseren Talenten gute Fernsehfilme machen, weil im Fernsehen, verdammte Scheiße, wenn sich 20.000 Leute irgendwie Ich fühle mich Disco angucken, dann gucken am selben Tag 7 Millionen Leute diese Dschungelgeschichte da in Australien oder so. Und wir erreichen ganz viele Menschen übers Fernsehen und ich will einfach, dass das Fernsehen besser wird. Dass die Filme, die da laufen, besser werden. Dass die Programme, die da laufen, besser werden. Alle sind immer so zynisch, wenn sie Fernsehen machen und sagen, ja, naja, die Frau mit dem Bügeleisen. Das ist totale Scheiße. Ich will einfach, dass wir auch gute Fernsehfilme machen. Na klar, ja, Das wird sterben. Nein, es wird nicht doch, sterben. Es wird halt nicht mehr sein, dass man sich um 20.15 Uhr den Film anguckt, ja, sondern dass man aber trotzdem soll das Fernsehen ja die Filme produzieren und dann es wird ins Internet wandern eigentlich. Oder beziehungsweise es wird das Fernsehen wird nicht so funktionieren. Und es gibt auch tolle Leute im Fernsehen, genau. Wir alle wissen das. Ja, ab darum du kannst darum jetzt deinen ja Film nicht mit dem Fernsehen machen. Nee, ich wollte es nur nicht beerdigen. Weil sie vielleicht keine andere Wahl haben. Das war ins Fernsehen zu gehen. Vielleicht haben sie auch keine andere Wahl, als ins Fernsehen zu gehen. Wir haben ja alle keine andere Wahl. Ja. Wir müssen ja mit dem Fernsehen ins Bett gehen. Ja, deswegen bin ich ja auch dafür, dass es gut wird. Ungefähr alle meine Ideale begraben, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich einen nächsten Film machen will, dann muss ich einfach halt auch dann irgendwie... Was waren denn die Ideale? Was? Die Ideale, die du begraben hast. Ich hatte verschiedenste Ideale, unter anderem, dass die Improvisation der Weg ist, die Filme zu machen, dass ich da gerade eben deswegen auch zum Beispiel nicht wissen will, was die Geschichte ist, weil ich sie dann entdecken kann. Und ich musste zum Schluss einfach dann nicht eine halbe Seite und auch nicht 12 Seiten, sondern so ein 37-Seiten-Treatment, das genauso ausführlich ist wie das Drehbuch,
weil der Redakteur auf der einen Seite gesagt hat, ja, ich liebe deine Filme, aber so machen wir das nicht, also übersetzt. Also ist ein das kompletter interner Widerspruch. Einerseits will er das Ergebnis haben, was ich gemacht habe, auf der anderen Seite muss es halt irgendwie in irgendeiner Form ausgeschrieben sein. Und damit zusammen hingen ganz viele Sachen zusammen, dass er auch gesagt hat, die Besetzung muss vollständig. So, ja, aber ich meine, wenn, dann fange ich mit der Besetzung an und dann entsteht daraus der Film. Aber wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, dann schreibe ich erstmal Figuren und dann muss ich die danach besetzen. Ich kann jetzt nicht jetzt schon bei der Stoffeinreichung 3 Jahre vor Dreh irgendwie jetzt schon die Besetzung sagen. Und es waren einfach eine Menge, also wirklich viele, viele Diskussionen und ich bin jetzt sehr froh, dass es geklappt hat und dass wir durch die Sitzung sind, dass wir so eine Art Zusage haben und ich ziemlich sicher den Film nächstes Jahr drehen werde. Und ich glaube auch, dass ich da selber irgendwie meinen Kompromiss finden werde, dass ich meine Arbeitsweise am Leben erhalten kann und trotzdem dem gerecht werden kann, was von Fernsehen gefordert ist. Und mach ihn doch dann einfach nicht ganz genauso, wie du es geschrieben hast. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist doch gut. Blöd. Also es hat halt auch damit zu tun, dass ich sozusagen eben auch, der Redakteur ist zum Glück nicht hier, aber ich werde jemanden. Also es ist ein bisschen halt mit so, ich mache das genau, wie du das möchtest. Und es ist ein bisschen take the money and run. Und ich weiß noch nicht genau. Aber tut sich da nicht was im Fernsehen jetzt schon? Doch. Bernd, ja. Wir alle sorgen dafür, dass sich was tut. Auch im deutschen Fernsehen. Es sind Türen aufgegangen. Also auch, dass Förderungen jetzt im Prinzip offen dafür sind und auch sagen, ja, wir könnten uns jetzt auch vorstellen, einen Film zu fördern. Ohne dass es wirklich ein Drehbuch gibt, was, ich würde sagen, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren eigentlich noch nicht möglich war. Also German Mumblecore unterwandert jetzt das Fernsehen sozusagen. Ja, aber das heißt nicht German Mumblecore. noch. Und was über, aber weil du ja auch über diese Trennung von Fernsehen und Kino nochmal gesprochen hast, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich verstanden habe, aber eigentlich sehe ich da jetzt keinen Grund, das zu trennen. Oder ich finde, es gibt Filme, die funktionieren, weil sie Filme sind, in jedem Medium. Dass es eben auch mal Programme geben muss, zu denen man bügeln kann, das soll doch das Fernsehen machen, aber weil es ja eh... Aber wir müssen keine Spielfilme drehen zum Bügeln. Also, nee, das meinst du. Weißt du, es gibt ja da wunderbare Formate, Sportprogramme und, genau. Und Nachmittagsunterhaltungen, Kochshows, zu denen kann man fantastisch bügeln. Ich finde, Spielfilme machen halt einfach im Internet für mich viel, viel mehr Sinn, als sie es im Fernsehen tun. Und natürlich kann man auch im Internet irgendwie zeitgleiche Momente fahren wie einen Tatort am Sonntag oder sowas. Das spricht ja nicht dagegen. Also das kann man ja genauso machen. Ich finde halt schade tatsächlich. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von öffentlich-rechtlichem Fernsehen, von dieser Idee. Ich finde die auch super. Ich finde aber auch schade zu sehen, was da passiert. Und war richtig... getroffen fast, als ich auf einem Podium, also ich saß im Publikum und auf einem Podium saßen Leute vom ZDF, die gesagt haben, ja, wir haben ja diese Mediatheken und so, ne, wir sind ja da irgendwie im Internet und so, aber in die Quote zählen wir das nicht, weil technisch ist das gar nicht möglich. Und ich war so, what? Wie kann das technisch nicht möglich sein auf einer Webseite? Wo, bitte, ich reg mich da schon richtig auf, wo auf der Welt soll es besser sein, irgendetwas zu verfolgen als im Internet? Also, wo kann man besser irgendetwas überwachen als im Internet? Einfach, kann doch nicht jemand öffentlich sagen, dass es technisch nicht möglich ist. Nein, aber es ist sehr viel einfacher, diese 10.000 Leute in Deutschland mit diesem Apparat 5.500 die Hälfte davon. Ja. Das ist doch unfassbar. Und die machen die Quote aus. Ja, ich muss vielleicht zur Technik sagen, ich meine, du kannst natürlich die Zugriffszahlen messen, das ist ja relativ einfach, aber was bei der Quote ja auch ein großer Reiz ist, und das finde ich ja auch eben interessant, den Verlauf zu schauen. Also aber es sind 5.500! Bernd! Du kannst hier auf YouTube für deine Videos sagen lassen, wann die Leute ausgestiegen sind aus dem Film. Also an welchem Moment. Das war in Echtzeit. In Echtzeit. Nicht wie bei der Quote irgendwie nächsten Morgen. Ich will auch gar nicht sagen, dass es technisch unmöglich ist. Ich denke nur, rechtlich hast du da natürlich aber als öffentlich-rechtlicher dann größere Probleme. Auch das passiert. Es wird kommen. Ich habe schon Filme in der ARD, wo sie geschrieben haben, die Einschaltquote, naja, aber die Zugriffszahlen in der Mediathek waren ja phänomenal. Auch wenn sie jetzt keine belegten Zahlen hatten, aber sie haben es immerhin schon mal zugegeben. So. Ja, also die Zugriffe... Es wird kommen, aber dieses Podium ist nicht lange her. Ne? Das ist ein paar Monate her erst. Ne? Und
man spürt einfach das hier, was etabliert ist, am Wanken ist und dass die Leute festhalten an dem, wie es bisher funktioniert hat. Auch da einfach ganz klar. Es gibt ja auch einen Grund, warum all unsere Filme zum Beispiel nicht vom Fernsehen eingekauft werden. Also das bilde ich mir ja zum Beispiel ein. Ich meine, bei Dicke Mädchen könnte man sagen, okay, diese 4:3 und Mini-DV, da rufen dann die Zuschauer zu Schaden an und sagen, das kann ich selber. Aber so Filme wie Frontalwatter oder Papa Gold oder so, ich habe das Gefühl, es gibt ja viele Redaktionen, die wollen auch vorher halt einfach mit besprechen, was für ein Film entsteht. Und wenn die das Gefühl haben, dass ein Film entsteht, der sehr gut ist, ohne ihren Einfluss, dann müsste man ja quasi diesen Einflussmangel zugeben. So. Also Papa Gold war ja quasi tatsächlich einer dieser sehr, sehr seltenen Filme. Das hat mir auch der Redakteur erklärt, dass das ZDF eigentlich einfach keine Filme ankauft, ja. Wahrscheinlich aus diesen Gründen, die du genannt hast. Und die haben eben tatsächlich, er hat versucht, Papa Gold, dass der angekauft wird, er hat das in die Sitzung gebracht und das hätte dann eben bedeutet, dass wir dafür ungefähr 30.000 Euro bekommen hätten, was ja eigentlich ein Witz ist im Vergleich dazu, was die sonst für einen Film ausgeben. Aber was phänomenal wäre für uns. Für uns oder für mich, aber phänomenal gewesen, weil der Film einfach ein Budget hatte von am Ende mit allem zusammen jetzt ungefähr 4.000 Euro. Also wären 30.000 Euro einfach ein Wahnsinnsgeschenk und hätte sogar bedeutet, dass ich dem dicken Peter Trabner sogar ein Brötchen hätte ausgeben können. aber hat dann einfach nicht geklappt in der Sitzung. Und die Argumente, die Gründe, die ich dir dann bekommen habe, also einer der Gründe war, der Film ist ja doch zu alt. Also er war glaube ich 2 oder 3 Jahre alt. Und ein anderer Grund war eine Formalität, dass er irgendwie über eine andere Ecke schon mal an eine Redakteurin angetragen wurde und das wurde aber nicht kommuniziert. Und das waren Gründe, die mit dem Film nicht zu tun hatten. Und man weiß es natürlich nicht, man kann natürlich aber auch vermuten, dass einfach Gründe, so wenig Filme... Gründe finden Sie immer. Bei Dicke Mädchen war das gleiche, die gleiche Diskussion. Der Grund war am Ende, der Film ist in 4:3 und wir zeigen keine Filme mehr in 4:3. Bei Räuber war der Grund, der Pilz raucht eine Zigarette und das ist für Kinder nicht möglich. So, und ich glaube, wenn wir die Reihe nach rechts fortsetzen, es geht so weiter. Also man müsste tatsächlich einen eigenen Fernsehkanal gründen für unsere Filme. Das würde ich jetzt auch gerne machen, die Reihe nach rechts fortsetzen, von wo auch immer. Aaron, deine Erfahrung mit dem Fernsehen, kannst du dich da so genau so anschließen? Ich muss ja ehrlich sagen, meine Erfahrungen mit dem Fernsehen sind bisher sehr gut. auch wenn ich mich immer weiter aus der Runde ausschließe, aber ja, ich bin der mit dem Drehbuch arbeitet. Also ich bin auf jeden Fall, meine Erfahrungen mit dem Fernsehen waren bisher sehr gut, aber ich glaube, ich hatte auch das Glück, dass ich an die richtigen Leute geraten bin, weil ich kenne die Geschichten, ich kenne auch viele Redakteure und ich glaube, man muss einfach für sich selber entscheiden. Das ist wie mit einem Kameramann und so weiter, mit welchem Redakteur möchte ich zusammenarbeiten und welcher Redakteur möchte mit mir zusammenarbeiten. Und das merkt man ja auch früh. Also viele dieser Probleme entstehen ja häufig auch nur, weil man denkt, oh bitte, ich will diesen Film machen. Okay, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja. Und man legt einfach nicht, also ich glaube, dass viele Mut fühlt, von Anfang an die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, bam, so möchte ich den Film machen oder wir lassen. Weil man natürlich diesen Druck hat, scheiße, ich muss irgendwie einen Film machen, ich bin so schnell aus dem Business raus, und man ist wahnsinnig schnell aus dem Business raus, gerade als Neueinsteiger. Und dann schiebt man sich so rum und alle reden sich das schön und irgendwann stehst du da, guckst dir das erste Drehbuch an oder die ersten kreativen Entscheidungen und merkst so, da sind zwei Leute, die wollen zwei völlig unterschiedliche Filme. Und dann kracht's. Und deswegen, ich glaube, man muss immer offen sprechen, wirklich von der ersten Minute an. Und dann wirst du sofort merken, Das klappt mit dem und es klappt nicht. Also du musst. Aber du hattest auch bei all deinen Filmen, die bisher Fernsehfilme waren, also vom mittellangen bis zum ersten Langfilm, immer von Anfang an eine Redaktion dabei, mit der du dich austauschen konntest. Du hast, also was dir fehlt, ist halt die Erfahrung zu sagen, jetzt reizt mich was so sehr oder ich explodiere fast, ich mache jetzt einfach mal einen Film und rotz den dahin so und der spricht alles aus, was in mir ist, der trägt meine Handschrift und dann, ohne dass man halt irgendeinen Fernsehsender dabei hat, und diesen Film dann an den Markt zu bringen, das ist halt nahezu unmöglich. Ja, also, glaube ich dir gerne, was soll ich denn sagen? Ich habe auch wahnsinnig gute Erfahrungen mit Leuten vom Fernsehen gemacht, aber wenn du jetzt mal einen Film ohne das Fernsehen machst,
So, ich bestreite ja gar nicht, dass man mit seinen guten Ideen im Fernsehen auch oft in offene Türen einrennen kann. Ja, aber wenn du erstmal einen Film machst, von dem du selbst überzeugt bist und du haust den raus unter Aufopferung all deiner Ressourcen und deiner Mitarbeiter, dann heißt das nicht unbedingt, dass das irgendjemanden interessiert, das Festival, dann interessiert es vielleicht Verleiher und man kann irgendwie draußen Erfolge erzielen, aber das Fernsehen, da prallt das ab. Und das finde ich arrogant an der Stelle. Ja. Also die Erfahrung habe ich, wie gesagt, noch nicht gemacht, weil ich noch nicht versucht habe, einen Film ohne Fernsehen ins Fernsehen zu bringen. Ja. Genau. Aber ansonsten, bisher sind meine Erfahrungen dass ich bis jetzt Glück hatte mit meinen Redakteuren, aber ich finde es auch immer wichtig, also es gibt auch einfach Momente, wo man Stoffe pitcht, Redakteure, die man toll findet, die sagen, das gefällt ihnen nicht und dann gefällt es ihnen nicht, dann macht man es halt nicht mit denen. Also da muss man auch nicht persönlich verletzt sein, finde ich. Also ich finde, das ist, man muss einfach, dann kommt schon der richtige Stoff oder der kommt halt nicht. Aber ich bin kein Böse, egal wie sehr ich ihn mag, wenn er sagt, hör zu, ich finde die Idee nicht gut, ich kann damit nichts anfangen. Ja, dann ist es so. Solange ich selber das gut finde, dann muss ich halt weitersuchen. Und ich glaube, ja, und dann, na gut, aber dieses wie gesagt, ich habe diese Erfahrung. Wir haben auch das Glück, dass wir an der Filmhochschule studiert haben. Das stimmt, das muss ich ganz ehrlich, also allein, ich meine, wir können Nico nehmen, wir können Tom nehmen, wir können meinen lieben Freund Philipp Eichholz nehmen, die haben nicht an einer Filmhochschule studiert, die haben es auch nicht, die haben auch noch nicht von Gott gegeben, den Kontakt zu den Redakteuren, also du hast in Kassel studiert, das ist eine Kunsthochschule. So, da findet ja noch nicht mal ein Redakteur hin. Dass man Kontakt zu Redakteuren bekommt. Also es ist einfach so, wie willst du auf dich aufmerksam machen, wenn du ein talentierter, junger Filmemacher bist? Beim Fernsehen, ich meine, du weißt, wie das in Deutschland ist, wenn man Zertifikate hat, wenn man weiß, wo man herkommt und irgendwelche bestimmten Geburtsurkunden, dann findet man auch Eintritt so. Aber es gibt ganz viele Leute, die haben unwahrscheinliches Talent, die haben diesen Eintritt nicht so. Und ja, die müssen aus sich heraus. Ich muss dazu schon noch sagen, dass ich finde, es sind jetzt nicht nur Redakteure, aber schon durchaus so Leute, die da die Möglichkeiten haben, Filme an den Start zu bringen, dass die sich darauf ausruhen, dass so viele zu ihnen gehen und ihnen Projekte anbieten, dass die sagen, meine Position ist eigentlich nur ein Sortierer von Anträgen so ungefähr, und dass die sich nicht die Verantwortung aufhalten, zu scouten und rauszugehen und Leute anzusprechen und wirklich nach Talenten zu suchen und dann versuchen mit den zu viel verlangt. Aber ich finde das nicht zu viel verlangt. Nee, ich stimme dir sozusagen im Ideellen sozusagen zu, aber das ist die Leute. Aufgabe, dafür werden die doch bezahlt. Dafür werden die nicht bezahlt. Nein, das stimmt immer, dass Produzenten in anderen Ländern eben aber auch tatsächlich sagen, ich habe einen Stoff, ich habe eine Geschichte, die ich erzählen werde und ich gehe jetzt los und mache diesen Film und diese, das ist ein bisschen eine Haltung, kann man schon auch zustimmen, nicht bei allen, aber dieses so ein bisschen da sitzen und warten. Was in Deutschland ist das so, kein Mensch wartet auf dich. Du sagst, du möchtest Filme machen, kein Mensch sagt, ach schön, Herr Ranisch, dass Sie da sind. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, Axel, bei dir sagen es... Ja, jetzt, aber wirklich, nein, aber ich meine... Die Leute müssen das ja dann nicht machen, aber die müssten neugierig sein und hingehen und sagen, hey, erzähl mir mal, ich will dich treffen, ich will wissen, was los ist. Ja, aber du wirst ja, also ich sehe das auch, wie du grundsätzlich, ist es ihr Job, aber natürlich schöpfen die so oben die Salzblumen ab. Gell? Also ich glaube, da wirst du auch wahnsinnig als Redakteur, also durch diese digitale Technik, was wir hier mittlerweile an Nachwuchs kreieren in diesem Land, das ist ja vollkommen unübersichtlich geworden in diesem ganzen Filmgeschäft. Aber es gibt genug Redakteure. Hast du das Gefühl bei der Filmmesse an der HFF, dass das nicht der Fall ist? Also, überrannt ist die Filmmesse jetzt nicht mit Redakteuren. Überrannt ist die nicht. Es gibt ja auch ein paar gute Regisseure auf dem Markt und also ich finde es auch gut, dass nicht immer auf Druck 50 neue hinterhergeblasen werden jede Woche. Aber ich finde schon, also ich sehe das wie Axel, also ich finde schon, dass wir das Geschenk hatten, durch die Filmhochschule früh Kontakte zu schließen und Hallo zu sagen und auch angesprochen zu werden. Also man selber, wenn wir diese Filmmesse hatten, also da zeigt die Schule so eine Werkschau der verschiedenen Studenten, da ist es nicht so, dass man zu den Leuten hingeht, weil man keinen blassen Schimmer hat, wer man ist. Die Leute kommen, du zeigst was und wenn ihnen das gefallen hat, dann kommen sie. Urs steht da auch hinten, wir haben noch eine
Wortmeldung aus dem... Ach so, ich könnte mal ganz kurz zu Lovestacks die Erfahrung, die wir haben, erzählen. Also wir haben, ja, Lovestacks ist ja auch im TV gelandet, also wird irgendwann nächstes Jahr ausgestrahlt. Also wir haben da auch einen Deal hinbekommen, aber der war wirklich schwierig. Aber ich, ganz ehrlich, für mich ist das genau der Bereich, eigentlich einer, der in der Filmbranche noch einigermaßen normal erscheint, weil das setzt sich tatsächlich zusammen aus, du brauchst einen richtigen Inhalt, du brauchst gute Argumente, du brauchst auch, genau wie ihr es gesagt habt, den Zugang. Das heißt also irgendwie Kontakte, also weil, ne? Und die Limitierung, so wie ich das jetzt erfahren habe, liegt eigentlich auch darin, dass natürlich die Öffentlich-Rechtlichen schon an sehr vielen Filmen vorher schon beteiligt sind. Also teilweise beim RBB, der unterstützt schon so ein bisschen was ganz am Anfang, der Bayerische Rundfunk. Und die Filme bringen die ja auch erstmal unter. Ne? Das heißt also, sie haben schon ziemlich viele Sendeplätze, die sie haben. Die typischen 0.30 Uhr Plätze, die sind im Prinzip schon mit Filmen, die sie im Prinzip schon von Anfang an begleiten dabei. Das heißt, da ist schon ein limitiertes Fenster. Ich denke mal, das ist so ungefähr der Knackpunkt. Aber ohne tatsächlich die richtigen Zugänge zu den richtigen Leuten zu finden und ohne Argumente kann man einen Film zu dem Stadium, wenn das Fernsehen nicht am Anfang schon dabei ist, eigentlich so gut wie nicht verkaufen. Das glaube ich auch. Also das ist dann schon eine Meisterleistung, wenn man das hinkriegt. Nico, du kommst nicht von der klassischen Filmhochschule, sondern nee. Nur aus Kassel. Also jetzt nur. Naja, es ist eine Kunsthochschule, die kein Geld hat. Also die ist auf gar keinen Fall so unterstützt wie eine Filmhochschule, sei es Ludwigsburg oder München oder Potsdam. Also da fließen ganz andere Gelder. Es gibt einen ganz anderen Personalschlüssel. Also das heißt, wir waren 20, 25, 30 Studenten und dann kam eine volle Professur auf 5 Jahrgänge. Ich weiß nicht, wie bei euch der Schlüssel in Potsdam ist, aber der... Aber ist ganz ehrlich, von den Dozenten her bringt es auch nicht so viel mehr. Naja, also ob du jetzt 15 Dozenten oder einen hast... Vielleicht nicht von der Bildung her, aber... Von den Dozenten haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel gelernt. Wir weiß, haben von keine Ahnung, will ich mich so. Nicht... Aber natürlich bringt jeder Professor, der dort ist, auch seine Kontakte ins Spiel. Mhm. Auch das ist schwierig. Also es gibt Professoren, ich hatte das mega Glück, Rosa von Braunheim zu haben. Rosa hat alles immer geteilt und so weiter. Aber es gibt andere Professoren, bei denen ist das wahrlich nicht der Fall. Also es ist ja, deren Studenten sitzen jetzt aber nicht hier. Deren Studenten sitzen jetzt aber nicht hier. Also dann, es ist schon so, dass ich das erste Mal Kontakt hatte zu meinem Abschlussfilm irgendwie. Da kam dann mal ein Redakteur sozusagen vom ZDF Kleinen Fernsehspiel, aber auch nur, wenn ich nach Südhessen fahre. Also Richtung Mainz quasi. Dann kommt man in Kontakt, aber naja, so. Ich habe keine Ahnung. Das ist Rheinland-Pfalz, oder? Mainz ist, ja, aber Richtung, auch in Frankfurt und so weiter sind ja auch andere, aber zumindest Richtung Südhessen, ja. Und dann ist es, wie von Axel beschrieben, dass also das zu verkaufen macht gar keinen Sinn. Also es macht schon Sinn, aber da kommt immer die gleiche Reaktion. Und ob das jetzt an den Kontakten liegt, die man im Studium nicht hatte oder so, das ist natürlich alles, also man ist nicht ein geförderter Film, damit ist man nicht legitimiert und durch die fehlende Legitimation kommt man auch nicht ins Medium. Also das ist ganz simpel. Also ist der Ausweg vielleicht die Webserie? Gar nicht Fernsehen, gar nicht Kino? Ich glaube, da gibt es zu wenig finanzielles Feedback. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sich entwickelt. Ich würde sagen, dass die Zukunft ist, aber ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial. Und ich finde aber auch, dass Webserie im Moment so vom Klang her etwas vermittelt, was ist eigentlich unbedingt so. Man denkt dann immer irgendwie so ein 5-Minüter und irgendwie Low Budget und denkt halt nicht jetzt so an die Serien, die zum Beispiel gerade aktuell aus dem amerikanischen Fernsehen kommen, die so wirklich eine sehr hohe Qualität haben, die man dann aber auch hier in Deutschland teilweise nur das Internet guckt, aber letztendlich... Die haben pro Folge von Budgets... Mikro, bitte. Ja, genau pro Folge Budgets, von denen kann man hier nur träumen. House of Cards. Aber, ja, also, ja aber, trotzdem, aber das ist eben eine Zukunft und das ist denkbar, theoretisch. Und ich meine, hier geht es auch, Sky und Degeto mit Tom Tykwer zusammen, auch pro Folge Summen... Ich glaube, dass da wirklich eine große Zukunft liegt, auch für uns. Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt, wir können uns überlegen, ob wir es selber machen. Ich glaube nicht unbedingt, dass das wichtig wäre, weil man braucht ja einfach Kohle, wenn man den Film macht, nicht hinterher. Und ich finde es auch fies, das Risiko auf das Team zu übertragen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das ist jetzt nur mal zur Seite. Ich glaube, dass eine große Zukunft im,
im Internet liegt und eben halt bei solchen Anbietern, die sich mehr und mehr nur noch aufs Internet konzentrieren und dass die eben eigene Produktionen machen. Und ich glaube, dass da auch Zukunft für kleinere Projekte drin liegt, weil das Internet im Gegensatz zum Fernsehen und im Gegensatz zum Kino hat auch für eine sogenannte spitze Zielgruppe was zu bieten. So, weil es kostet nichts, den Film zur Verfügung zu stellen, also im Vergleich einfach. Es ist gar kein Aufwand und der kann da seine Leute finden und es müssen gar nicht so viele sein. Und dann kann sich das für einen Abo-Anbieter zum Beispiel schon wieder lohnen, wenn er sagt, ich gebe nicht so viel Geld für den Film aus, ich habe eine spitze Zielgruppe, finde da aber richtig treue Fans, also für eine Serie jetzt in dem Fall, habe da richtig treue Fans und die schließen deswegen ein Abo ab. Das rechnet sich doch. Und dann muss es gar nicht so die breite Masse erreichen, dann muss es kein Konsensfilm sein, der jedem ein bisschen gefällt, aber keinen so richtig. So wo ich sagen würde, da krankt das lineare Fernsehen total drunter, dass man sagt, es darf aber die Rentner nicht erschrecken, soll aber den Schülern auch gefallen. Das wiederum ist also, die Quote. Ja, genau. So, ne? Und das ist, glaube ich, das ist die ganz große Chance von eigen fürs Internet produzierten Formaten, dass sie dem nicht entsprechen müssen. Sie müssen nicht breit sein. Das ist gerade das Tolle am Internet und dementsprechend auch eben diese neue Entwicklung, dass der Mainstream nicht mehr so notwendig ist, wie es vielleicht war, wo man immer gesagt hat, ja, aber wir müssen jetzt, wenn wir so viel Geld ausgeben, müssen wir einen Film machen, der einer breiten Masse gefällt, weil wir zeigen ihn im Fernsehen oder im Kino, sondern das Internet ist von überall zugänglich und dadurch bietet es eben gerade so einen Zugang, gerade zu so einer eben spitzen Zielgruppe oder einfach für Subkulturen, für Leute, die einfach sagen, wir lieben diesen Film und wir sind nicht viele, aber das trifft genau das, was wir wollen, das sagt etwas ganz Bestimmtes und für andere ist es nichts, aber diese Gruppe reicht dann vielleicht für dieses kleine Projekt, um das zu refinanzieren. Diese Möglichkeit ist durchs Internet gegeben und das ist ja eigentlich eine tolle Entwicklung. Also warum kein webbasierter Videokanal in der Hinsicht, ein durch Abo oder durch Werbung finanzierter Mumblecore YouTube oder wie auch immer Kanal. Weil wir davor schießen müssten, gib du uns die Kohle, um das zu gründen und dann machen wir das. Aber weißt du, man muss doch da Kohle vorschießen. Und auch um die Filme zu machen, muss man vorher Geld haben. Und warum diese Frechheit von uns zu verlangen, dass wir das für umsonst machen vorher? Und dass wir für umsonst, sondern dass wir Leute ausbeuten und anbetteln, damit die das für umsonst machen. Das kannst du selber wählen, du musst nicht Filme machen. Ja, das sehe ich auch so. Also niemand zwingt dich, einen Film zu machen. Absolut, niemand zwingt dich, einen Film zu machen. Also niemand zwingt uns, das zu machen. Also es ist auch okay, dass niemand da steht. Also ich finde, glaube ich, muss man dadurch, um zu zeigen, hier, es lohnt sich, uns Geld zu geben. Ab jetzt wird es frustrierend. Ja, aber es geht doch um Zukunftsmodelle. Also ja, ich meine, wenn wir so arbeiten wollen, wie wir wollen, möchten, wie wir wollen, dann müssen wir irgendwo einen Platz kriegen. So. Und jetzt zu sagen, okay, wir haben diesen Platz in einem Mumblecore-Channel und so weiter, das ist ja wirklich schwierig, weil wir müssen die Sachen ja tatsächlich vorfinanzieren. Es geht ja gar nicht anders. Das ist richtig. Das ist richtig, aber es entsteht ja trotzdem langsam Platz. Also bevor es jetzt unsere Filme nicht gab, gab es natürlich auch keine Motivation für diesen Platz, weil keiner auf die Idee kam, die ganze Zeit jetzt ins Fernsehen oder regelmäßig ins Kino improvisierte Filme zu bringen. Also wir geben dem Ganzen ja jetzt irgendwie zum ersten Mal auch eine Berechtigung und einen Bedarf, hoffentlich. Aber ich will keinen Nischenkanal. Nee, das geht. Ich verstehe auch, dass nicht alle da stehen wieder mit winkenden Fahnen. Ah, sie sind da, Gott sei Dank, hier roter Teppich und einmal 10 Millionen. Also das verstehe ich schon auch. Also ich finde, das tut halt mehr weh, wenn man versucht, was Neues zu machen. Das ist einfach so. Und wenn du das Geld verdienen willst und wenn du dann ist es halt der kleinste gemeinsame Nenner. Es macht halt dann auch nicht so viel Spaß. Dann kann man halt irgendwann auch nicht mehr in den Spiegel gucken und denken, was habe ich denn wieder für... Ich meine, ihr seid ja auch nicht Mumblecore allein und ihr werdet hoffentlich auch nicht alleine bleiben. Also es werden ja auch noch Leute nach euch kommen, die dann vielleicht durch solche Möglichkeiten eine Chance bekommen. Aber heißt das, wir sind gleich raus nach aus der Nummer? Also, das wäre meine Frage. In der Tat, ist das so, vielleicht, du hast es ja gerade gesagt, ist das vielleicht auch wirklich nur ein Modell für die ersten drei Filme? Nein, wir haben gestern Abend haben wir der letzte Satz, den wir in der Podiumsdiskussion Nummer 2 gesagt haben, ist, dass Mumblecore sich nicht am Budget festlegen darf. Okay. Wenn wir das jetzt widersprechen, dann gehe ich. Nein, das ist, ich finde, das widerspricht sich hier aber im Grunde nicht, weil man kann ja immer noch sozusagen kleine Filme drehen, bei denen man sich auch selbst ausbeutet, das wird ja immer noch passieren. Das tun ja auch andere Filmemacher, die nicht so drehen wie ihr.
Und ganz die sind klar. Dann Mumblecore oder was? Nein, aber du machst gerade so eine Unterscheidung auf zwischen sozusagen hier Geld verdienen auf der einen Nein, Seite. Aber wenn ich irgendwann einen Impro-Tatort drehen Ja gut, aber das möchte, schließt ja trotzdem nicht aus, dass ja, es und kann und darf. Ja? Oder angenommen, wir stellen uns das mal vor, das könnte irgendwann klappen, dass einer von uns ein Mumblecore-Tatort drehen würde. Ja, dann möchte ich, dass der auch dazugehört. Ja, und nicht, dass man dann sagt, ah, das ist jetzt aber Fernsehen, das ist jetzt, sie haben alle Geld bekommen und es wurde vorher irgendwie... Ja. Es ist wichtig, dass es kein Hobbyfilm bleibt. Ja, ja so das ist richtig, bleibt. Aber es wird halt für manche, die dann als Hobby da, die mit, ich unreden, die sozusagen auf so einer Hobby-Ebene anfangen, die wird es eben immer wieder geben und die wachsen danach und die werden dann später auch die Chance eventuell bekommen, sozusagen damit Geld zu machen, da dann hoffentlich auch im Fernsehen aufzutreten. Wir haben ja jetzt auch gestern schon genannt, ein Beispiel von Jan-Georg Schütte, Altersglühn, der ja auch in der Primetime gelaufen ist, der mit derselben Methodik sozusagen gedreht hat, natürlich mit ganz anderen Darstellern, deswegen auch wohl eine bessere Quote gehabt hat. Ist auch noch in der Mediathek verfügbar für alle, die sich interessieren. Genau. Also da tut sich natürlich was und auch Schütte hat natürlich ganz anders angefangen. Also er hat natürlich nicht sofort angefangen bei der ARD, der hat eben seine kleinen Filme gedreht. Und hat dann eben diese Chance bekommen. Und diese Tür ist natürlich jetzt erstmal auf. Wir werden sehen, ob sich da noch was ergibt bei euch. Aber ich glaube, die Chance hat er nicht bekommen durch seine Filme vorher, sondern er hat vor diesem Altersglühen ein Hörspiel gemacht für die ARD, irgendeinen Bezug. Und das war sehr erfolgreich. Ich glaube nicht, dass das daher rührte, dass vorher er Improfilme gemacht hat. Na ja, gut, aber ich sondern man konnte man konnte das praktisch anwenden. Ja. Aber das System, was dahinter ist, war unglaublich auf Sicherheit getrimmt. Das heißt, da waren 20 Kameras. Also ich weiß nicht, wir hatten ja keine 20, vielleicht insgesamt mit 20 Regisseuren haben wir 20 Kameras. Ja, aber zum einen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich glaube natürlich, dass das Hörspiel natürlich wichtig war, aber man hätte ihn das natürlich auch nicht drehen lassen, wenn er diese Erfahrung vorher nicht gehabt hätte, die er teilweise auch schon mit dem Fernsehen hatte. Also plus da kommen natürlich ganz viele Faktoren zusammen. Ja. Das ist natürlich richtig, aber ich denke, es ist sehr, sehr interessant, also, weil es zumindest mal ein erster Schritt ist. Natürlich ist es was ganz anderes, was ihr macht, aber man weicht sozusagen diese Strukturen eben auf und man bekommt dann eine Möglichkeit und Aber lass uns wirklich Selbstausbeutung nicht zur Tugend machen hier. Nein. Weil das ist eine echt große Gefahr. Ja. Weil natürlich steht es jedem frei, sich selbst auszubeuten. Aber es sollte nicht die Idee sein und es recht nicht beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder das so, richtig, bei gebührenfinanzierten oder steuergelderfinanzierten Systemen, sollte das definitiv nicht die Idee sein, dass man sagt, ja nein, zuerst musst du dich halt selbst ausbeuten und dann kriegst du vielleicht gnädigerweise Geld für dein Team und kannst dann deine Leute bezahlen, darfst dann was essen. Aber erstmal musst du hungern. Das ist eine macherfeindliche Idee. Also da muss ich die Frage stellen, was passiert, wenn dir das ZDF kleine Fernsehspiel anbietet, mit denen einen Film zu machen? Was passiert dann für dich? Weil wir wissen alle, dass das Budget nicht so hoch ist. Aber wie steht ihr dazu? Ich bin noch nicht in der Situation quasi. Wie steht ihr dazu? Na, ich stehe da super dazu. Weil es gibt ja keine vollen Gagen. Aber immerhin, ich meine, du musst halt nicht gleich 60 Leute beschäftigen. Ich meine, wenn du versuchst, das Leben der anderen für 600.000 Euro zu machen, dann sind wir bei der gleichen Ausbeutung aller anderen. Davon rede ich ja nicht. Nee, ich habe doch ich fühle mich Disco für ein Budget von 600.000 Euro gemacht, genauso wie mein neuen. Das ist das gleiche Budget. Wir können alle Leute bezahlen. Das ist erstmal ein fantastisches Gefühl. Wir können sie allerdings nicht, und das ist immer noch eine große Scheiße, voll bezahlen. Ja, und davon rede ich nicht von den Stargagen von irgendwelchen Schauspielern. Tom und ich haben uns da neulich auch schon krass drüber gestritten, eben, dass, weil ich auch zuerst gesagt habe, das ist doch auch nicht die Idee von einem volksfinanzierten, von gebührenfinanzierten oder steuergelderfinanzierten Ding, dass man dann sagt, man zahlt die halben Gagen nur ans Team und jeder weiß, dass er nie mehr sehen wird. Und ich meine, das ist doch genau der Punkt. Wir sagen ja auch, was ganz klar ein großes Problem ist, es gibt zwar Nachwuchsförderung überall und dann den nächsten Schritt zu machen, ist schwierig. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass man halt sagt, ja, Nachwuchs braucht nicht so viel Geld. Und Nachwuchs sagt, ja, wir brauchen nicht so viel Geld, wir wollen einfach nur Filme machen. Der Nachwuchs ja sagt, na was? Ganz klar, natürlich nehme ich lieber die Hälfte als gar nichts. Ja, natürlich, würde ich auch machen. Also so ist es nicht, ich würde es auch machen. Das hört aber auch bei diesen kleinen Budgets nicht auf. Ich habe ja bei Krabat mitgespielt, ein Film, der nun wirklich kein kleines Budget hatte. Der hatte anfangs, glaube ich, 8 Millionen und zum
Schluss, weil sie krass übers Budget gestiegen sind, mussten die noch neue Finanziers reinholen, hatten dann glaube ich 12 Millionen und da haben auch nicht irgendwie voll Engagement bekommen, sondern wir haben auch zum Kapp und das ist die große Spannung. Das ist die ganz schlimme Spannung. Und das hat gerade damit zu tun, dass die Leute eben aber auch bereit sind und ich war auch bereit. Ich gesagt, Heiko, Krabbert, ich mach's für weniger. Heiko hat letztens eine Mail bekommen für einen Debütfilm, ja, wo da stand irgendwie, wir würden sie gern besetzen, aber es ist ein Low-Budget-Film. Wir haben nur 1,5 Millionen Euro und können die Schauspieler nicht richtig bezahlen. Also, und da werde ich so wahnsinnig böse. Also das Sagen, dann drehe ich lieber einen Film, der nicht einen Euro kostet und sage den Leuten, pass auf, es ist freiwillig, du musst nicht mitmachen, ich habe Bock auf den aber Film. Aber es ist auch das schön. Ist, also, wisst ihr, was ich meine? Es ist sozusagen fürs System, man macht im System mit und man unterstützt praktisch diese Philosophie dadurch viel aktiver, als ich es machen würde, wenn ich einen Film mache und sage, pass auf, ihr kriegt alle kein Geld. Es ist haarsträubend. Wovon lebst und du denn dann? Eigentlich? Ich mache halt Imagefilme, davon lebe ich. Ja, aber und ich habe das dann, Glück, einen Verleih gefunden zu haben, ja, sozusagen Filme machen jetzt. Kann einfach nicht nur davon leben, dass man immer ein zweites Standbein hat. Dann verleugnet man die Idee von Filmförderung. Das kann ja jeder selber entscheiden. Ich glaube, das kann jeder selber entscheiden. Na klar, aber dann verleugnet man die Idee, dass man sagt, Filmförderung ist was Gutes. Weil dann würde man halt sagen, okay, ja, lass uns einfach, es ist nur Kapitalismus, es gibt sonst gar nichts, was dagegen hält, einfach freie Marktwirtschaft, jeder kann halt machen, was er will, was halt irgendwo Kohle bringt Kohle. Aber das ist auch Quark, weil das, lustigerweise die Filme, ne, wo man sagt, das sind die kommerziellen Filme aus den USA, ich glaube nicht, dass die alle ohne Interessen dahinter entstehen, ne? ohne sozusagen, also ich meine, wie viele Filme gibt es, wo man liest, okay, da hat das Militär aber so und so viel, da hat es wieder die 17 Hubschrauber vom Sonst gegeben und so weiter, ne? Nur mal so als Schlenker, aber im Endeffekt, was für eine gute Idee ist denn die Filmförderung, dass man sagt, man will, man ja, genau, ja, aber im Endeffekt aber ist es doch. Was hat Fernsehen mit Filmförderung zu tun? Was hat das ZDF-Pläne? Es ist gebührenfinanziert, das ist also öffentlich-rechtliche. Ne? Es gibt natürlich auch die privaten, die sind werbefinanziert. Das ist dann ganz klar, da geht es nur um die Kohle. Da geht es einfach sozusagen, man muss die Lücken füllen zwischen der Werbung. Aber. Also das, was hier eben angesprochen wird, ist ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr wichtiges Thema, auch ein philosophisches Thema. Man sich dann auch noch fragt, okay, ist Film jetzt der Wirtschaft oder machen wir das alle nur zum Spaß? Oder ich meine, niemand geht ja und sagt, ich mache jetzt ein Low-Budget-Auto, weil wir so lieben und beuten uns alle aus. Also es ist einfach eine Industrie und werden verkauft. Und dann ist so ein bisschen die Frage, brauchen wir überhaupt Filme? Brauchen wir Geschichten? Und das ist für mich eine Frage, die sich sofort beantwortet. Natürlich brauchen wir sie und sie sind essentiell für die Gesellschaft oder für das Menschsein. Sie sind sozusagen das, wo auch überhaupt Kultur und wie heißt dieses andere Ding? Aufbau. Zivilisation, genau. Ja. es ist einfach wahnsinnig wichtig. Aber diese Wertschätzung des Mediums sehe ich jetzt in der Gesellschaft nicht so, dass man auch versteht, klar, das müssen wir fördern und dafür muss es auch Gelder dann vom Öffentlich-Rechtlichen geben oder wie auch immer das System funktioniert und die Leute, die das machen, müssen davon leben können. Die machen es nicht zum Spaß oder nicht als Hobby oder weil es ja eine Kunst ist, die ja nicht so viel wert ist. Aber das ist. Ja, also das ist ein Vorwurf, den man niemand richten kann. Wenn es einfach nur Kunst ist, kann man diskutieren. Also ich glaube, also von den Filmen und ich glaube das auch von euren Filmen, ich glaube, dass es alles Produkte sind, die ein finanzielles Potenzial haben. Und für dieses finanzielle Potenzial, das ich produziere und das ich erzeuge, will ich bezahlt werden. Dem widerspricht nichts, das ist mein Beruf. Ich glaube, man muss nur Leute finden, die auch glauben, dass das ein finanzielles Potenzial hat und dann finde ich es super in Ordnung, sich bezahlen zu lassen. Aber immer diese Tour mit, ja, lass mich mal gucken, mach's mal fertig und dann schaue ich es mir an. Das geht einfach nicht, das macht dich rasend so. Ich würde gerne den Zeitpunkt nutzen, um auch das Publikum generell mit einzubinden. Also wenn Fragen oder Anmerkungen von Ihrer Seite sind, geben Sie ein kurzes Zeichen. Dahin ist die erste Meldung, dann hier gleich die zweite. Und ihr könnt euch dann direkt einschalten. Reinhard Wolf vom Cinema House. Hallo, ich habe ganz viele Antworten und ein paar Fragen. Ich wollte auch, also einmal zu, ihr seid ja wieder beim Fernsehen gelandet. Übers Internet, was keine dumme Idee ist, denn ich glaube, das Internet ist das Fernsehen der Zukunft. Television ist beides. Es wird einzeln angeguckt, nur dass man halt Internet auch einzeln gucken kann, also auf dem iPhone zum Beispiel. Ich denke auch, dass das Internet, habe ich auch dran gedacht, so die demokratische Alternative sein könnte, ist es auch zum Teil. Aber sobald es Television wird,
dann passiert dasselbe, was im Fernsehen auch passiert. Und da gibt es ja auch jetzt schon die Firmen. Und es wird auch das passieren, was im Kino passiert ist. Und dann komme ich wieder auf den Anfang. Ich denke, Thema Vermittlung, Kino, ist immer noch wichtig. Ich nehme mich selbst nicht so wichtig, also, aber es ist immer noch für Filme, auch für eure Filme sehr wichtig. Und zwar, und es wird auch überleben, denke ich. Nur wird da sehr viel falsch gemacht, natürlich von Kinobetreibern auch und Verleihern, sehr viel von Verleihern falsch gemacht. Was passiert da? Ich denke, es hat keinen Sinn, die Illusion zu vertreten, dass einer dieser Filme, nicht eure zukünftigen, die kann ganz anders aussehen, im Multiplex zum Startwochenende unter den Top Ten sind. In dem Moment seid ihr für die nicht interessant. Das ist doch ganz normal. Weil es geht nur um das Geschäft. Jedes Wochenende, jeden Donnerstag kämpfen 10 Filme darum, als Event zu starten. Und das ist auch diese Sache mit den Neuigkeiten. Und das Problem ist, dass es funktioniert. Also, dass es jedes Wochenende ein Event gibt, aber natürlich nicht alle 10 Filme gewinnen, sondern einer oder zwei. Übrigens kaum ein Deutscher, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Deutscher. So, geht jetzt darum, dass man ein Kino macht, das ein Erlebnis ist für die Besucher, die kommen. Ein einzigartiges. Und das Kino hat bestimmte Parameter, die sind einzigartig und anders, und die muss man pflegen und da muss man was für tun. Und ich denke, Vermittlung darf man jetzt nicht nur denken von, wie vermittle ich meinen Film oder eure Filme an die Verleiher, ans Kino und sonst wohin, sondern Vermittlung ist der letzte Schritt, ist der schwierigste zum Publikum. Denn die Leute rennen rein in diese Events, wenn Tribute to Panem X läuft, ja, wenn wir hier sitzen, ist im Sinus da am Südbahnhof voll, ja, die sind bereit, an der Concession Bar den Mehrwert, den Surplus, ja, den die Kinos brauchen dort, denn es gibt die filetäre Kinokarten von Rinke Media Consult, daraus geht hervor, aus 10 Euro Eintritt gibt es nur Minus. Und das Plus machen die nur damit. Die rennen da rein, geben da das Geld aus und das Event ist, dass man dort unter Freunden ist und Spaß hat. Und das ist ganz schwierig. Das ist, Tschichek hat das gesagt, die Verpflichtung zum Spaß, ja. Und wenn du da sagst, ihr dürft den Spaß nicht haben, dann hast du sowieso schon verloren. Sag mal jemand, der soll keinen Spaß haben, bist du sofort ein Killjoy. Also, wir machen hier ein Kino mit wenig Geld, ein gutes Programm, ja, ihr macht mit wenig Geld gute Filme, so. Jetzt müssen wir, wie kommen wir da zusammen und dass es funktioniert, also nicht nur betteln gehen oder zweiten Job haben. Und da muss man analysieren, erstmal, zuletzt habt ihr euch jetzt nur noch Tipps gegeben oder der Weg ist besser oder jene. Du analysieren, was ist die Situation, woran liegt es, dass die Situation so ist, woran liegt es, dass Leute, wie Axel sagt, er kommt ins Kino und da sitzen nur 2 drin. Das liegt nicht nur daran, dass die Leute nicht wissen, da läuft ein guter Film. Das ist ein wichtiger Teil, das stimmt. In vielen Fällen ist es so, daran kann man arbeiten, das Marketing. Das Problem ist, dass es zu wenig Leute gibt, die diese guten Filme gut finden, oder? Also erstmal Punkt 1 mit den Top 10 der Kinocharts, ja. Haben wir nichts zu tun, müssen wir auch nicht, weil wir viel billiger sind. Unsere Filme kosten nicht irgendwie 4 oder 6 Millionen, das heißt, wir müssen da oben nicht konkurrieren. Ich glaube aber schon, dass die Filme, so wie unsere Filme kosten, schon das Potenzial haben, das Geld an sich, wenn es gut läuft, mit einer alternativen Auswertung. Ich glaube dran, dass unsere Filme, die von dem Budget kleiner sind, ein Publikum finden können, dass dieses Budget auch wieder rechtfertigt. Wir kosten ja nicht 6 oder 7 Millionen, wir kosten ein paar hunderttausend Euro. Und wenn man da Wege finden könnte, also ich glaube, dass... Das ist eine Frage des Umsatzes, der Quantität, ja? Weil der Umsatz, ja, mit den paar hundert Besuchern, allein im Sinus da am Wochenende, ich weiß nicht, 2000, ja? Ich glaube, ein Anknüpfungspunkt oder ein Gedanke wäre tatsächlich,
machen denn nicht viele Arthouse-Kinos auch den Fehler, auf Events zu setzen und sahnen dann die Zuschauer ab, die am Anfang sozusagen eventmäßig in die Filme reingehen und setzen dann die Filme ab und haben dadurch eine gute Auslastung, weil sie halt jeden Film immer kurz anspielen, eine Woche, zwei Wochen, sahen die ersten Leute, die den Film sowieso schon gucken wollten, weil sie ganz treue Fans sind, weil sie den Regisseur kennen und den Vorfilm gesehen haben oder weiß Gott warum, und das Geld kommt in die Kassen und dann ist der Film futsch. So, und der Nächste. Genau, dann kommt der Nächste. Und das ist ein System, was viele Arthouse-Kinos fahren, glaube ich, und was eigentlich aber filmfeindlich ist. So, weil ich glaube, weil das Einzige, das habe ich am Anfang gesagt, und das glaube ich ganz stark, ist Mundpropaganda. Das ist das, was Filmen helfen kann, was Filmen, die eben nicht die riesen Marketing-Budgets haben und sie auch nicht brauchen vielleicht, sondern die brauchen eine wirkliche Empfehlung, dass man sagt, nee, der Film ist gut. Die müssen dann aber halt verfügbar sein und dürfen nicht nur zwei Wochen verfügbar sein, weil so schnell kann sich das gar nicht rumsprechen. Das braucht ja Zeit. Und wäre es nicht ein interessantes System zu sagen, okay, man lässt Filme einfach länger laufen, man lässt sie einfach ein halbes Jahr. Dann läuft dein Film drei Wochen bei uns und von den anderen in dem Jahr keiner. Nee, ich, ja klar. Also man muss eine andere Lösung finden. Ich finde, mein Film muss nicht an jedem Tag der Woche laufen. So, ne? Mir reicht es ja, ich laufe lieber 50 Wochen lang am Donnerstag, als dass ich sozusagen nur zwei Wochen lang laufe. Ja, aber dann ist halt immer die Frage, sag dem Kinobetreiber mal, wenn nur drei Leute drin sitzen, in der 15. Woche, dass der den Film weiterspielen soll. Das funktioniert nicht. Du kriegst kein Argument. Aber es gibt zum Beispiel ein neues Kino in Zürich, das heißt das Houdini. Die haben das ein Miniplex genannt. Und das sind die Betreiber vom Riffraff, was eines der erfolgreichsten Kinos ist in Zürich, was so Arthouse angeht, die da einfach unglaubliche Zahlen gemacht haben für Filme, die sonst nirgendwo liefen und nur bei denen im Riffraff einfach dann halt, keine Ahnung, für die kleine Schweiz Riesenzahlen gemacht haben. Und die haben ein Miniplex gebaut und das heißt, die haben fünf kleine Säle. Und deren Idee ist es eben, dass sie in diesen fünf kleinen Sälen Filme länger laufen lassen können. Das ist die Idee. Und die haben einen großen Gastronomiebereich, wo sie auch sagen, okay, wir leben natürlich auch nicht nur von den Filmen, sondern dass wir ein Ort sind, wo man gerne ausgeht. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist von Kinos. Wir haben ja noch eine Wortmeldung. Ja, genau. Ich wollte noch mal was sagen zu den Großkinos wie CineStar oder Cinemax. Also ich finde, das ist schon eine Bildungsverweigerung, was da oft betrieben wird. Weil wenn eine Stadt wie Oranienburg zum Beispiel oder eine Stadt, was halt wirklich nur ein großes Kino hat wie Cinemax, und wenn da nur Kinos laufen, Filme laufen wie Turtles oder Männerhort und die Leute gar keine Ahnung davon haben, was es noch für deutsche Filme gibt, und wenn die nichts damit zu tun haben, wie sollen die davon wissen, was sie vorhin ja eigentlich gesagt haben? Woher soll man die Filme kennen, wenn man noch nicht mal die Möglichkeit hat, dadurch, wenn es wenigstens so einmal pro Woche die Möglichkeit gibt, oh, jetzt machen wir Arthouse, wenn so eine Eröffnung stattfindet. Aber das wird ja von vornherein verweigert. Da gibt es ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit. Es wird ja irgendjemand bestimmtes, 10%, man kriegt ja gar nicht die Chance, als Nachwuchs da ranzukommen. Und es ist ein Kreislauf. Und das geht dann auch mit dem Geld weiter, dass es alles nicht bezahlt wird. Also ja, ich finde es einfach traurig, wenn man dann traurig als Künstler Filme zu machen. Das ist eine Wirtschaft. Das ist nicht nur, man will ja was erzählen und man will damit Geld verdienen. Und ja. Ja, vielen Dank für das Statement. Ja, bitte. Ja, um gleich daran anzuschließen, ich finde es auch traurig. Ich denke nur, man kann dagegen was tun, indem man Filme macht, die diese gesellschaftliche Struktur auch ansprechen. Zum Beispiel Spring Breakers von Harmony Korine. Er hat mit Gummo angefangen und dann macht er Spring Breakers. Und das ist was, wo ich sage, oder auch The Wolf of Wall Street jetzt. Das ist eigentlich ein Film, in dem es nur um den Zuschauer selbst geht, der Nutten und Koks sehen will. Und ich denke, das ist ein Weg, wirklich was zu machen, wo man
den Zuschauer einfach in seinem Unwissen oder vielleicht hier in Deutschland jetzt gerade sieht es halt nicht gut aus hier, und wenn Kino gemacht wird, dann ist halt Arthouse-Kino, ist ja jetzt dann morgen eine Veranstaltung zum Begriff Arthouse, wo dann auch wieder die Frage ist, ist das nur noch Monsieur Claude, ist das nur noch für alte Leute oder ist das auch was für uns jetzt, für uns unter 40-Jährigen? Und das muss man sich ja ganz ehrlich fragen. Und wenn ich dann auch in ein Kino gehe, wo dann nur irgendwie, wenn ich dann Gebisse da aufheben muss, da habe ich keinen Bock drauf. Und da haben meine Freunde auch keinen Bock drauf. Und da gehen meine Freunde nicht mit und da bin ich allein. Und gleichzeitig gucken meine Freunde dann auch nicht eure Filme, sondern halt irgendwas. Und ich persönlich hätte eure Filme auch nicht gesehen, hätte es die Veranstaltung nicht gegeben. Oder ja gut, auch trotz des Interesses, weil ich kann keine Filme gucken auf einem Computer. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht durchzuhalten da. Ich bin jetzt 20 und ich gucke nebenher auf was anderes drauf. Ich würde keinen einzigen Film, oder ich gehe halt dann 30 Mal ins Kino im Monat, damit ich das schaffe, damit ich die Filme sehen kann. Das ist halt das. Es ist ein bisschen krankhaft, aber naja. So läuft das halt. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Ich fände das nur mal so als Ermutigung. Mach doch mal einen deutschen Spring Breakers oder so. Ja, der hat natürlich ein anderes Budget. Auch Wolf of Wall Street hätte ich total Bock drauf. Ich fand den Film auch echt Bombe. Dieses Budget gibt es hier einfach nicht. Also wir sitzen hier, weil, keine Ahnung, 5 Sekunden Transformers sprengt alles. Also alle Budgets zusammen, die wir hier haben. So, also das ist einfach, wenn man so diese ganzen technischen Möglichkeiten hat, wie die Amis, die haben einfach völlig andere Budgets. Und letztendlich so, wenn man jetzt in dieser Form von dieser Ästhetik sprechen will und auch durchaus diese Qualität, was diese Filme haben, das liegt nicht daran, dass sie überragend, dass sie jetzt irgendwie viel talentierter sind als wir. Die haben schlicht und ergreifend mehr Kohle. Die können einfach einen Take 500 Mal drehen und nicht nur 3 Mal. Das ist einfach ein Unterschied. Und wenn die das Auto 7 Mal explodieren lassen wollen, lassen es halt, oder 10.000 Mal. Es ist einfach eine Frage des Geldes. So. Also wenn du so denkst, so Charlie Chaplin, großer Mann, 500 Produktionstage für großer Diktator. Ja. Gebe ich zu, mit einer Hybris denke ich, 500 Produktionstage, da mache ich aber dir auch mal mein Meisterwerk. Das ist einfach Wahnsinn. Also so diese Möglichkeiten zu haben, das ist irre, wirklich eine Szene so lange zu erzeugen, bis du sie wirklich für perfekt hältst. Das wäre ein Traum, aber also das, ja, da knabbern, also was heißt knabbern? Also mir geht's ja wie dir. Ich habe auch das Gefühl, weißt du, so, ich denke so, wieso finden die Leute das gut? So, das ist wirklich Wahnsinn. Also du brichst zusammen und denkst so, hier für den Film 1,5 Millionen Zuschauer, ja, dann kann ich eigentlich aufhören, weil dann ist das, was ich mache, wahrscheinlich ist es einfach scheiße oder habe ich schon das Gefühl, dass ich da manchmal falsch auf dem Markt bin. Und trotzdem gibt es dann wirklich manchmal Leute, die kommen zu dir und sagen, du, dieser Film, ich finde ihn einfach großartig. Und also wirklich bei Coolhas hatte ich ein paar Leute, die lagen mir weinend in den Armen. Ich will jetzt hier gar nicht rumprahlen, aber verstehst du, ich hab das Gefühl, das ist ein Film, so, der ein paar Leuten richtig viel bedeutet hat. So. Aber und ich glaube, das passiert so manchen. Ich glaube, das ist der Regisseurin von Männerhort nicht passiert. Das ist ja nicht jemand, das ist, von denen, obwohl die viel mehr Zuschauer hatten. Das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommen wir wieder zum Ausgang. Weil Urs ja auch meint, wir haben Vermittlungsprobleme. Und es stellte sich zunächst ja so dar, als wir machen gute Filme und da haben wir das Publikum und die beiden finden einfach nicht zusammen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie auch im Rahmen von Films, es gab auch ein Symposium zur Lage von Filmförderung und des aktuellen Kinos, Rüdiger Suchsland, der Filmkritiker, da eine recht unpopuläre und erstmal auch sehr provokante These geäußert hat, nämlich die, dass wir vielleicht auch so etwas brauchen wie eine Filmbildung. Und das heißt ja nicht, die Leute quasi zu beeinflussen, sondern auch natürlich sie an gewisse Formen des Erzählens heranzuführen, die sie vielleicht so noch überhaupt nicht kennen, weil jeder von uns hat sich ja auch seinen Filmgeschmack in gewisser Weise geprägt. Und es ist klar, wenn man nur mit Fastfood aufwächst, dann kann man eine gute Küche, wie auch immer, auch nicht genießen. Braucht es das nicht vielleicht auch so ein bisschen, sozusagen das Publikum sozusagen bekannt machen und auch so eine gewisse Weise, ja, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber kultivieren in der Hinsicht, dass sie auch lernen, dass es etwas anderes gibt und wie man sich eben so einen Film dann auch anschauen muss. Denn das
ist uns gestern, denke ich, auch klar geworden, mir zumindest, wenn man Mumblecore, um jetzt auf euch speziell zurückzukommen und auch nochmal den Begriff jetzt einfach nur zu verwenden, weil wir keinen anderen haben, war für mich ja auch eine gewisse Art von des Filmemachens, was sich dann natürlich auch wieder in den Film selber niederschlägt. Das heißt, man kann, wenn man eure Filme eben zusammennimmt, dann sind das eben nicht die Themen. Das sind nicht die Schauspieler, die eine gewisse Rolle spielen, sondern es ist eine gewisse Art ja, des Filmereignisses, in der Hinsicht, dass ich gewisse Situationen habe, gewisse Stoffe, gewisse Konflikte, die eben hier auf einer gewissen intensiven Art und Weise präsentiert werden. Und das ist vielleicht etwas, was man eben auch vermitteln sollte, wenn man sozusagen eure Filme anschaut und nur sich die Inhaltsangabe durchliest. Da steht es natürlich schlecht bestellt, wenn man konkurriert mit anderen, die einfach wirklich ganz den Inhalt ganz als Hauptmerkmal verkaufen oder die Effekte. Ich wollte nur ganz kurz noch mal ein paar Gedanken zu vorher loswerden. Mich hat es erschrocken, dass hier so viel Traurigkeit zurückkam, weil mir das Gefühl gegeben hat, okay, wir haben hier so krass abgelästert und haben uns den Frust sozusagen hier runtergeredet, aber es stimmt natürlich nur bedingt. Ich meine, wirklich wir und dass wir hier sitzen, aber wir, die wir hier sitzen, uns geht es ja auf eine Art gut und wir haben uns da was geschaffen und es ist nicht alles so, es ist nicht alles so düster. So, es gibt Hoffnung. Und ich glaube ganz klar, man muss sich an Filme gewöhnen, man muss Filme lieben lernen auf jeden Fall. Und da muss man die müssen zugänglich sein und vielleicht auch vermittelt sein, auf jeden Fall. So würde ich auch sagen. Und nochmal zu den Budgets, ich glaube, was ja natürlich, ich kann nicht mehr ohne Budgets drehen, aber der Vorteil, ohne Budgets zu drehen, war, dass man sich definiert hat, sozusagen, dass man sich von vielen Zwängen befreien konnte und gesagt hat, man legt seine Prioritäten genau darauf hin, auf das, was einem wichtig ist. Und man schafft sich andere Möglichkeiten zu drehen, als es halt eben mit den Zwängen, die Geld dann oft, die einem dann diktiert werden, erstmal sozusagen, wenn man das nicht hat, wenn man sich kein Referenzprojekt geschaffen hat. Ich meine, ich will nur noch mal sagen, wie gut es eigentlich gerade um uns steht. Wir haben uns Referenzprojekte geschaffen, die darauf hinweisen, mit unserer Arbeitsweise, mit dem Fokus, den wir uns ausgewählt haben, können wir tolle Produkte machen, können wir tolle Filme machen, die sehenswert sind. Und wir haben diese Filme gemacht und die werden gesehen und werden geliebt und wir kriegen... Unkommerziell. Kohlhaas hat mir die Tür geöffnet, dass ich dieses Jahr 2,5 Monate eine Kinokomödie für Warner gedreht habe in Griechenland mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Ich schieß mich jetzt komplett aus der Runde raus, aber es ist nicht so, dass diese Filme nicht kommerziell wahrgenommen werden. Also zumindest wir als Regisseur, habe ich das Gefühl, werden trotzdem wahrgenommen und wir bekommen unsere Chance und es ist was da, was sie daran reizt. Brauchen wir nicht reden, ich durfte da keinen Mumblecore-Film machen. Aber trotzdem habe ich natürlich versucht, Elemente und Erfahrungen versucht, dort irgendwie unterzubringen. Es wird sich zeigen, wie diese Geschichte ausgeht. Hast du einen Flaschenöffner dabei, Axel? Die ist offen. Achso, sehr gut. Und aber nochmal, ich würde gerne was zu dir sagen, weil ich glaube, du hast vollkommen recht. Also ich glaube, es ist sowieso schon längst überfällig, das Schulfach Medien an sich einzuführen. Wer schafft die Medien? Wo kommt die her? Wir sind dermaßen überflutet mittlerweile. Wir können ja gar nicht mehr einschätzen, was ist richtig, was ist falsch. Danke, Axel. Ihr dürft auch gleich. Nur Medienkunde, sondern auch eine gewisse Ästhetik natürlich. Auf jeden Fall, also und das ist wichtig, das ist so wichtig, weil ich glaube, dann können wir auch in einer anderen, wenn man sich in etwas auskennt, weißt du, so ein Maurer, der guckt sich halt so eine selbstgezimmerte Wand von uns auch komisch an, auch wenn wir die toll finden, sagt der Maurer, der das kann, Jungs, das verliegt euch irgendwann um die Ohren. Also der kennt sich damit aus und wenn man sich mit etwas auskennt, dann hat man andere Standards, kann zumindest für sich selber einschätzen, was ist gut gemacht, was ist schlecht gemacht, Dinge einzuschätzen. Und also ich habe schon irgendwann für mich so eine Art Theorie entwickelt, warum solche Filme, ich finde auch, dass ein paar Sachen, ich gebe ja zu, der erste Tribute von Panem, die ich mir angeguckt habe, den fand ich ja nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen, als ich den gesehen habe, fand ich ja durchaus reizvolle Sachen dabei. Aber es gibt ein paar Sachen, da gehe ich in die Knie, da kriege ich Schmerzen. Und trotzdem glaube ich, ich habe verstanden, warum, jetzt wird es natürlich gefährlich. Lass es raus. Man sagt immer wieder,
Ja, es gibt diesen Satz, das Publikum ist nicht dumm. Ich würde sagen, es ist teilweise unwissend, vielleicht sollte man das ändern, aber es gibt zumindest ist der Mensch an sich eher faul. Und vieles, was wir da im Kino haben, ist ja nichts anderes. Also, was ist der Erfolg von den Teletubbies? Das war mein Schlüssel. Nein, wirklich, jetzt lacht ihr, aber wenn ich es euch sage, dann fällt es euch wie Schuppen von den Augen. Was ist der Erfolg von den Teletubbies? Sag mal. Teletubbies ist das einzige Programm, dem 2- bis 3-Jährige folgen können. Die verstehen, was da passiert. Das ist einfach, da musst du dich nicht anstrengen. Und das, was wir da im Kino haben, ist eigentlich häufig nichts anderes als Teletubbies für Erwachsene. So funktioniert es. Und jetzt sagt, dass ich recht habe. Das ist so. Ja, ich weiß. Und ich hätte in 100 Jahren niemals gedacht, dass wir... Deswegen muss man einfach da einfach streng sein und sagen, wir dürfen nicht immer nur Teletubbies gucken. Und man muss die Leute da auch einfach wohin bringen, dass sie denken, also dass sie verstehen, dass Winke-Winke einfach kein richtiger Satzbau ist. So. Ja, nun, ich meine... Und dafür gebe ich dir recht, also da muss man... Dafür können wirklich, also wirklich einfach eine Bildung, eine Medienbildung, halte ich dafür für hilfreich. Über Bildung klingt schon wieder so hart. Ja, das klingt ja, hart. Also erstens muss man, glaube ich, mal sagen, dass unsere Filme jetzt nicht unzugänglich sind oder nicht irgendwie, dass man eine Bildung braucht oder eine Vorinformation, um die rezipieren zu können. Also man muss nicht irgendwie... Cineast sein. Also ich finde, dass die eigentlich schon eine relativ universelle Sprache sprechen, aber die universelle Sprache, ja, das Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Gedanke, wie so eine Medienbildung interessant, aber die Frage stellt sich natürlich sofort, wer soll dafür verantwortlich sein, wenn nicht die gesamte Gesellschaft, und fängt natürlich auch damit an, ja, also wenn ich jetzt Kinder hätte, so gehe ich mit denen in ein Cineplex und gucke mit denen immer nur sozusagen diese Teletubbies für Erwachsene oder für Jugendliche in dem Fall, oder führe ich die eben auch an andere Filme heran. Das ist ja auch wie mit einem guten Wein. Ich bin sehr froh, dass ich kein Weinkenner bin, weil ich kann einfach hier einen Wein trinken. Wenn ich Weinkenner wäre, würde ich... Das ist ganz schlimm, was du da sagst, leider. Du solltest dich unbedingt mit Wein beschäftigen, um auch einzuschätzen. Ich bin ziemlich Cineast, ja? und ich musste mich wirklich streiten mit Leuten, weil die wollten... Nein, ich bin nicht fertig. Die wollten in einen synchronisierten Film gehen. Ich bin da militant. Ich kann nicht in einen synchronisierten Film gehen. Ich muss kotzen. Ich bin sehr furchtbar. Und das bedeutet einfach, dass dann irgendwie eine Gruppe von 5 Leuten gehen ohne mich ins Kino und ich muss 2 Stunden irgendwo rumsitzen und dann einen anderen, ich möchte jetzt, weil wir aufs Thema Wein gekommen sind, nur ganz kurz, wir müssen den wunderbaren Wein, der hier auch gesponsert wurde, müssen wir jetzt auch verteidigen. Nein, aber dieses gesponserten Wein ganz kurz als Beispiel nehmen. Wenn man sozusagen mehr gesponserten Wein ausschenken würde, jetzt als Idee, würden die Leute viel mehr checken, was sie da verpassen, wenn sie billigen Wein trinken. So, ich glaube, dass die Verfügbarmachung ist das eigentlich. Das ist vollkommen richtig. Man muss die Filme vollkommen richtig Zugang geben. Vollkommen richtig. Und ich finde, das ist auch ein gutes Abschlusswort für diese Sitzung. Richtig. Vielen Dank. Da wollte ich so ein bisschen, obwohl wir haben jetzt hier noch, haben wir noch eine Meldung. Urs, sag doch auch mal was. Der letzte Meldung jetzt aus dem... Ich wollte es konkret dazu sagen, was Jakob vorhin gesagt hat mit dem... das verfügbar machen über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also ich habe, wenn ich einen Film gerne sehen will, weil ich davon gehört habe, habe ich ganz oft das Problem, dass ich es zeitlich nicht schaffe, weil er im Kino einmal um 17 Uhr läuft oder vielleicht einmal um 20 Uhr am Dienstag. Und wenn man aber berufstätig ist oder voll studiert, dann hat man vielleicht nicht immer die Zeit, genauso im Fernsehen. Und ich habe zum Beispiel Love Stakes habe ich gesehen, weil ich das Glück hatte, dass er irgendwann hier nochmal gezeigt wurde. Lang nach der Berlinale, irgendwann im Juli oder so, wurde irgendwann, oder im Juni wurde da irgendwann gezeigt, hatte ich das Glück, ich hatte gerade Zeit, konnte reingehen. Colas habe ich gesehen, ich konnte ihn im Fernsehen nicht sehen und dann habe ich mir den, ich glaube, das ist auch halb illegal, aus der Mediathek runtergeladen, damit ich ihn gucken kann, wenn ich Zeit habe, ihn zu gucken. Weil ich nicht um 0.30 Uhr am Dienstagabend, wenn ich morgens arbeiten muss, dann habe ich nicht die Zeit, den Dienstagabend zum Fernsehen zu gucken. Dann muss ich es im Internet machen. Geht denn sowas aus der Mediathek runterladen? Geht denn sowas? Ja, scheinbar schon, da musst du aber schon versiert sein. Ja, aber wenn dein Papa gezählt wurde, sei dir verziehen, aber mach's nicht wieder. Nein, oder Papa Gold habe ich gesehen, weil Tom wie blöde Werbung gemacht hat und nach einem Dreivierteljahr hatte ich mal Zeit, auch ins Kino zu gehen und dann bin ich reingegangen. Wenn er nur 2 Wochen läuft,
dann kann er auch die zwei Wochen jeden Tag um 17 Uhr laufen, dann schaffe ich es nicht. Nee, ich denke auch, es ist ein Wechselspiel eben auf der einen Seite natürlich Verfügbarkeit, man muss an die Filme herankommen, sie müssen einen erreichen und wie gesagt dann ein Publikum, das sich dann über diese Filme dann auch findet oder generiert für diese Filme. Also das ist ganz klar, dass es nicht das eine oder andere ist. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt, auch wenn es noch ganz, ganz viele Wortmeldungen gibt und Sie können auch hinterher weiter diskutieren, wir müssen nur irgendwann leider hier mal Schluss machen. Und weil eben auch Stichwort Wein war, draußen gibt es dann noch etwas. Ah, wir haben hier auch genau. noch Präsente. Das möchte ich noch vorher sagen, denn ihr seid ja, wir haben vorhin das Stichwort Herzblut gehabt und ich habe tatsächlich in der reichen Mainzer Weinlandschaft einen Wein gefunden, der Herzblut heißt. Oh. Und ich finde, das habt ihr euch redlich verdient für jeden von euch. Und herzlichen Applaus nochmal für alle fünf.